So, wo war ich? Ja, genau. Ihr wart gerade auf der Mondbrücke, kurz vor dem Ausgang zu eurer Septe zurück. Für die beiden, die letztes Mal nicht da waren, passierte da gerade Folgendes. Ihr steht auf dieser Brücke, als auf einmal ein großer Zug angefahren kommt aus dem Nichts. Auf diesem Zug sitzt vorne ein riesiger Kojote drauf, der irre lacht. Dieser Zug hält genau auf dem Zug. Das Ergebnis davon war, dass ihr alle versucht seid, so weit wie möglich zu flüchten, in Deckung zu springen oder ein Stück weit davon wegzukommen, weil ein riesiger Zug auf euch zuhält. Dieser Zug hat kurz, ist halt quasi da, wo ihr standet, halt auf diese Brücke mal draufgefahren und drüber, weswegen ihr halt mit den Mokole, die ihr dabei habt, weggehüpft seid, da irgendwie wegkommen. Dann war halt irgendwie lange auf der Brücke lag und sich wieder aufgerammelt und geguckt habt, da fuck ist da gerade passiert. Es hat mir gedauert, bis ihr beide realisiert habt, dass Branda und Wladimir weg sind, weil dieser Zug scheinbar gerade einfach nach oben hochgefahren ist. Oben. Ja, im Umbral. Und so gerade als ihr euch ansetzen wolltet, mit eurer auf Panik sicherlich angemessenen Reaktion von da fuck, wo sind Wladimir und Branda hin, seht ihr, als ihr nach oben guckt, dass dieser Zug wieder runterkommt. Oh, fuck. Er hält nochmal scheinbar auf die Stelle zu, wo ihr steht. Oh Gott. Wohlweislich wisst ihr jetzt schon, dass ihr ein bisschen Abstand nehmen müsst. Das heißt, ihr weicht ein bisschen weg. Dieser Zug schlittert da so ein Stück weit über die Mondbrücke drüber. Der irre kichernde Kojote sitzt vorne nicht mehr drauf. Aber ihr seht, wie quasi in der Fahrt Branda und Wladimir aus diesem Zug raushüpfen. Wladimir in einer Badehose und einem Hawaii-Hemd. Und deutlich brauner gebrannt als sonst. Branda in einem Badeanzug mit so einem großen Sombrero-Hut auf und ihren Boots darunter hüpft. Der Zug fährt dann halt quasi einmal drüber. Was ja schon über die Brücke drüber ist, seht ihr, dass auf einer Seite des Zuges ein kleiner, so ein Junge, ungefähr euren Alters steht, mit irgendwie so asiatischen Wurzeln, der euch noch zuwinkt und sagt, wenn Coyote euch braucht oder ihr ihn, wisst ihr sicher, wie ihr ihn erreichen könnt und euch halt zuwinkt. Und dann fährt dieser Zug wieder weg. Winke zurück. Neben den beiden steht ja noch eine dritte Person, die damit aufgetaucht ist. Und eine flavierte oder... Nein, eine dritte Person. Okay. Die flavierte kriegen wir sicher anders noch hin. Die ist noch aus dem Kratzfatschig. Beschreibt mal, wie du aussiehst, damit die Leute einen Anblick davon haben, wen sie da vor sich haben. Okay. Ich habe übrigens gefunden, wo ich es mir aufgeschrieben hatte. Ich glaube, im Vergleich zum Rest der Gruppe war ich relativ groß gewachsen, wenn ich das vom letzten Mal relativ gut in Erinnerung habe. Du bist derjenige, der nicht kleiner ist als ich. Genau! Ich bin gerade mal 1,89 groß, also auch nicht voll nicht. Jung, aber kräftig gebaut, kastanienbraunes Haar, graue Augen, nordamerikanischer Typ, oder völlig funktionale. Immer funktionale Klamotten an, so eine Trekkinghose mit ein paar Taschen dran und sowas, Jacke, Rucksack drauf. Voll versabbert. Ach nee. Keine Seele mehr. Nein. Falsches System, okay. Richtig. Das ist ein Typ. So mag den darf man nicht mehr machen, weiß ich nicht, dann nehme er sich. Stehe da verstört rum, gucke euch beide an. Ich klopf dir auf die Schulter. Zeig dir nach vorne. Bitte? Ich klopf dir auf die Schulter und zeig nach vorne. Oder wollen helfen tragen, weil liegen immer noch. Mukulele. Die haben gejagt. Ja. Nein, die haben sie gleich so zur Seite getragen, als dieser Zug kam, wieder weggeschleift. Ja, okay. wir hatten ja jeweils immer zwei unter den Armen. Das heißt, das waren diese Krokodilsmenschenviecher, ne? Ja, genau. Also okay. Krokodile, die aber auch hier in menschlicher Form immer sind. Immer noch da? Ja. Liegen. Also nein, ich sage das aber zu dir. Also. Siehst du doch. Sind da. Habt ihr 2 Wochen auf uns gewartet? Wieso 2? Was? Ihr seid ungefähr 30 Sekunden weg gewesen. Maximal. Ja. Was? Lass mal hier rausgehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, soll ich dir tragen helfen? Ich guck die beiden immer noch abwechselnd ein bisschen irritiert an. Wie heißt du? Finn. Und die ganzen Typen, die hier offensichtlich bewusstlos oder regungslos oder so. Sich halt gerade wieder ein bisschen aufrappeln. So das ist Finn. Wir waren mit dem auf einer Kreuzfahrt. Der ist in Ordnung. Ja, ist guter Typ. Hilft viel, ist nett. Ich habe Badehose gekauft bekommen von Branda. Ja. Schon wieder wohlgemerkt. Lass mal zur Septe gehen und dann mal reden.
über Ding. Was ist passiert? Eisauge? Was war mit den Typen, die... Nicht jemand zu ihm hin? Ja, ein großer Teil verliert das Bewusstsein. Ich waren ein oder zwei, die laufen konnten. Auf jeden Fall habt, also ihr habt sie da, du müsst sie zurückbekommen, aber sie sich halt keine. Das heißt, ich schnapp mir, wenn ich jemals sie Du hast zwei Mugolene in der Hand, richtig? Ja. Die wird er wahrscheinlich da abgelegt haben, weil da kam ein Zug drauf zugefahren. Ich wollte gerade sagen, wenn da einer noch rumliegt, würde ich helfen, die einzusammeln. Nee. Er muss erst an deinem Popo schnüffeln. Oh. Auf dich kommt an etwa 1,75 großer Kuchen mit weißen, mittellangen, verschönten Haaren. Ist nicht so der hübscheste Typ und hat so völlig random Kleidung an. Also scheint auch nicht wirklich viel Wetter ausgesehen. Ich meine, er hat ein Hemd, wo nichts drunter war, also nur so ein Hemd und irgendeine Hose. Geht auf dich zu und riecht mal an dir. Wo riechst du an mir? Ich gehe auf dich zu und rieche an dir. Sieht aus wie ein geh so einen Schritt zurück. Isländischer Surfer. Ja. Ich gehe einen Schritt zurück. Alles klar? Riecht er nach Werwolf? Ja! Moment, ich habe dieses Menschgeruch-Dings. Ja, aber das hast du nicht an. Geruch, weil das dazu das da ist, um Tiere zu verschrecken. Ah, okay, ich dachte, das wäre was, was irgendwie automatisch da auch ist. Okay, dann ist, okay. Er riecht wie ein Werwolf, ja. Und er fühlt, also, fühlt sich das an. Seid ihr ja im Umbra, da ist alles ja nicht nur da, sondern auch so ein bisschen repräsent. Und du bist von allen denjenigen, der es so ein bisschen wahrnehmen kann. Du spürst halt schon diese Zornschwingung, die Werwolf-typisch sind, die von ihm auch was ausgehen. Werwolf, bitte! Großartig! Ja. Ich sah aus dem Augen, die Flasche da hoch sprang. Eine Sekunde steht man auf, dann ist die Katze wieder auf dem Stuhl. Unmöglich. Das ist halt die Ragamusch, ne? Entschuldigung. Abgesehen von diesem Werwolf-Geruch, wonach riecht der sonst noch? Sonne. Karibik, Meer. Salzwasser, Cocktails. Ja. Ein leichter Geruch von Verwesung. Das ist zwei Wochen her, als ich da drin war. Chlor. Dann mach. Ich aber schon zurück. Ein bisschen nah davon mit Chlorgeruch. Finn. Dann guck ich ja dann nicht. Dann guck ich ihn an. Das ist auch eine von uns. Lass mal zurück in die Septe gehen. Was er sagt. Ich nehme mit Mokulin. Ich guck dich ein bisschen irritiert an. Ich schnapp mir auch zwei Mokulin. Wir reden in der Septe. Erzähl ich dir gleich. Ist viel passiert. Waren zwei Wochen viel Sachen. Ich guck mich um, kann ich dir was tragen helfen? Wir rauchen alle. Ich reiche dir einen Mokulin rüber. Komm! Das sind auch normale Menschen, die tragt ihr nicht so. Ne? Mal eben so, also Branda vielleicht. Ich bin in Quiners unterwegs, immer noch. Ja, okay, dann geht das. Die beiden sind nicht in Quiners. Dann. Ich geb dir einen Mokulele. Wie soll ich sie sonst tragen? Check. Also, wenn sie so ein Mokulele, guck ich dich. Wenn ich frage an, guck diesen Mokulele an. Und wird total irritiert. Lass ihn den mal tragen. Wir reden in der Sekte. Ja, ist ja nicht mehr bei uns. Wie war das? Körperkraft 5 wäre ein Olympianiveau. Dann kann ich mit Körperkraft 4 auch einen Typen tragen. So ja, du machst das nicht mehr eben so schwupp und stolzierst dann wirklich rum, sondern du stellst es ja, dann schon vernünftig tragen. Weil sonst ist es halt auch für den nicht gerade gesund. Ja. Im Idealfall trägst du. Und da ich nicht im Schweines bin, kann ich halt nicht zwei tragen. Deswegen gebe ich dir einen. Nein. Über so. Ja, ganz genau. Ja. Oder du nimmst ihn in diesem Rettungsgriff und schleifst ihn hinter dir her. Kannst ihn auch an den Fuß packen und hinter dir her schleifen. Nein! Das ist okay, dann baue ich extra mal die Stufe in die Brücke ein, damit sich das auch lohnt. Ich nehme ihn halt irgendwie so unbeholfen auf den Arm, wie so ein Sack Mehl. So einen Arm unter die Schultern, den anderen unter den Kniekehlen lang und dann kann ich ihn auch tragen, weil ich habe nicht so oft schon Leute durch die Gegend getragen. So trage ich auch einen. Ja. Ich will meine neue Badehose nicht kaputt machen. Das ist so eine Speedo-String-Badehose? Nee, nicht String. Das ist tatsächlich eine Badeshorts. Stimmt, wir haben eine Shorts gekauft. Ja, aber leider nur in Blau. Nee, in Rot, weil sie in Blau nicht hatten. Ja, rot, so wie das letzte Mal schon deine Badehose.
Ja, aber das war so Steve Schwartz. Ja. Ahn hatte man die doch angezogen, oder? Nee, ihm. Ihm auch? Aber dann mussten wir beide zu den Kreiners gehen. Wir haben beide so eine gehabt. Und dann mussten wir den Kreiners gehen. Der wurde gestorben, ja? Ja. Nein, ich erinnere mich noch, dass er die angebrochen hat. Das macht das Ganze noch trauriger. Es gibt würdevolleres, als in der Badeshorts abzutreten. Nein, 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 das ist Speedo. Speedo. Ach so, okay. Da gibt es noch würdevolleres. So einer mit wenig Platz für Vorstellungskraft, du weißt schon. Ja. Wenn Teenies campen, Tour am See machen und die Mädels die Badehose für die Kerle aussuchen, ja. Okay. Gut, ihr wollt durch die Mondbrücke wieder raus. Ja, das ist so der Plan. Ja, war auch gar nicht mehr so weit. Richtig. Als ihr euch dem Tor nähert, seht ihr schon, dass auf der anderen Seite reichlich Leute auf euch warten. Einige darunter, die ihr auch in der Stichweg noch nicht kennt, aber halt, die sind auch Song and the Wind und andere Mitglieder der Septe. Man erwartet euch offensichtlich schon. Und als ihr raustretet, werdet ihr freudig begrüßt. Song and the Wind tritt vor. Die Südliche ist schön, euch zu sehen. Seid ihr alle gesund? Geht es euch gut? Sehr schön. Wen habt ihr da? Aha, okay, ja. Ich möchte euch hier auch jemanden vorstellen. Das ist Juri Konietzko, Markgraf und Rang 6 Theurg der Schattenlords. Was? Also den Namen aber besser nach. Rang 6, also das ist Markgraf Juri Konietzko, Schattenlord, Rang 6 Theurg. Konietzko? Kinetsko, Konietzko. K-O-N-I-E-T-Z-K-O. Konietzko. Klingt ein bisschen, als müsste man nach Gesundheit sagen. K-O-N-I-E-T-Z-K-O. Das ist das höchste, ne? Ja. Was macht das? Also, es ist Rang 6 Teamwork? Nein, es gibt tatsächlich mehrere. Gerade Teamwork gibt es mehrere. Zwei oder drei. Vor euch steht ein Kerl, roundabout 2 Meter groß, breitschuldig, lange schwarze Haare, schwarzer Vollbart, so eine Mähne aus schwarzen Haaren, dunkel, schwarz gehaltene Kleidung, breite, bullige Arme, ein russischer, so ein osteuropäischer Akzent, den ich sicherlich, wenn er spricht, nicht durchgehend hinbekommen werde. Hallo, freut mich, euch kennenzulernen. Wie heißt? Ist der auch mit der Rufnamen vorgestellt worden? Das ist sein Name. Also der trägt keinen Kosename oder sowas. Sein Titelname ist Markgraf. Markgraf, okay. Und ihr werdet vorher schon von ihm gehört haben, ne? Das ist der Werwolf-Anführer Europas. Ah. Es gibt drei große, also drei Rang 6 Werwölfe, die entscheidend sind, die Dinge klären. Okay. Nordamerika hat Jonas Albrecht, also Rang 6 Schattenlord, glaube ich, bin ich mir nicht ganz sicher. Noch ein Schattenlord? Nicht Schattenlord, Silberfang. Dann gibt es von den Silberfängen, jetzt muss ich den Namen nachgucken. Der war Tiburg, der? Schattenlord, genau. Wie hieß der Typ aus von Nordamerika? Jonas Albrecht, König Jonas Albrecht. Das ist der König der Garou. Ja, durchaus aber nicht unangestritten. Er ist halt vor allen Dingen Herrscher von Nordamerika und es gibt halt die anderen beiden, Juri, für Europa und es gibt Tamara Tvarivich. Aber soweit ich. Königin der Silberfänge zu Russland. Mhm. Oh. Auch Rang 6 Theurgin. Der König ist offiziell der König. Es gibt den König, die Könige und den Markgraf. Und die sind halt, die sind auf so einem Level von, die klüngeln das immer wieder ein bisschen untereinander aus. Momentan ist Albrecht offiziell der Großkönig der Werwölfe. Aber er hat halt nicht trotzdem Opposition von Leuten, die halt. Das ist wie beim sozialen Netzwerk, der Titel hat keine Bedeutung. Doch, der Titel hat massiv viel Bedeutung. Jeder andere buckelt davor, aber es gibt halt Opposition, es gibt halt Leute, die selbst halt auch entscheiden wollen. Und das ist wichtig, dass ich das weiß, damit ich weiß, wie ich mit Leuten in-game interagieren kann, wenn ich das weiß. Das ist okay. Und wie gesagt, ihr werdet das wissen, weil man wird euch davon erzählt haben, ihr werdet Lieder von denen gehört haben, selbst in der kurzen Zeit, die ihr da seid. Wie reagiert denn ein Werwolf auf einen so hochrangigen? Unterwürfigkeit, Respekt der Zollen. Ja, ich frage das gerade einfach nur OT als Spiel. Ja. Wie zeigt ein Werwolf ein typisches Ding Respekt? Wäre halt wie ein Wolf, irgendwie so Kehle zeigen und Kehle beugen. Genau, beugen und Kehle zeigen. Gut. Und halt zeigen, hier, ich bin unter dir, ich erkenne deine Autorität an. Dann es würde halt ich diesen Mukule weglegen, weil wir haben Mukules in den Armen. Ich würde mich mit dem Mukule zusammen hinknien.
Ich würde immer noch am Arm behalten. Ja, aber ich bin nicht im Crisis, deswegen nehme ich den zur Seite und würde mich auch halt so drehen, dass... Er nickt quasi anerkennt, dass er akzeptiert, dass ihr diese Art von Respekt Entgegenbringung macht. Natürlich geht halt viel auch um die restliche Haltung, die man dazwischen dann tatsächlich, wie man redet, wie man halt die Körperhaltung hat. Ja, das kommt dann halt dazu. Ich gehe davon aus, dass eure Charaktere da respektvoll mit umgehen oder ihr mir das ansonsten sagt. Ja. Ja. Neben Juri ist halt noch quasi so eine kleine Delegation von ihm da. Und ihr werdet quasi direkt in die Septe reingeholt. Man hat auf euch gewartet auf eure Rückkehr und hat quasi ein Essen vorbereitet. Zum einen, damit ihr die Geschichten erzählen könnt, die ihr im Amazonas erlebt habt, erzählen könnt, vor denen Makuleti mitgebracht hat. Gleichzeitig ist Juri aber auch da, um zu erzählen. Denn es bahnt sich etwas Großes an und er glaubt, ihr seid Teil davon. Der rote Stern am Himmel kommt immer näher. Wir wissen, dass die Apokalypse bevorsteht. Die Lieder erzählen uns schon seit Generationen davon. Die Zeichen sind schon lange bekannt. Der Kampf wird kommen. Und wir werden diesen Kampf führen. Wir können diesen Kampf aber nicht alleine führen. Ein einzelner Werwolf ist vielleicht stark, aber nicht stark genug. Nur gemeinsam sind wir stark. Und die Bande, die wir früher hatten, brauchen wir wieder. Die, denen wir früher von den Kopf gestoßen haben, die anderen Ferrer. Ohne sie können wir solch einen Krieg nicht gewinnen. Und ihr seid diejenigen, die da die besten Beziehungen aufgebaut haben. Ihr seid diejenigen, die hier gerade Mokole hingebracht habt, was früher nicht denkbar war. Und deswegen brauchen alle Werwölfe eure Hilfe. Er ist momentan hier auf dem Weg, um zu Septe von König Albrecht zu gehen und dort auf dessen Rückkehr zu warten, um mit dem zusammen zu besprechen, wie die letzte Schlacht geführt wird. Er ist aber hier, weil er mit euch sprechen wollte, weil er es als wichtig ansieht, dass ihr die Gabe habt, als Botschafter der Werwölfe die anderen Ferrer zu erreichen, die erreicht, die uns in der letzten Schlacht beistehen können. Und baut das Ganze dann noch weiter auf mit Verposen, also mit Geschichten rausholen, wie das früher war, wie man zusammengekämpft hat und wie das wieder aufgebaut werden muss. Wenn ihr natürlich die Chance habt, von dem zu erzählen, was im Amazonas war und sonstigen Dingen. Schon so lange hier. Also wenn jetzt welche von denen wach werden, passiert das? Also werden ja, es werden auch welche, natürlich. Fangen die sofort an zu schreien? Nein. Ich halte mich übrigens hier. Die gucken sich halt vor allem erstmal voll verwirrt. Ja, ich würde halt darauf achten, dass ich in der Nähe bin, wenn die aufwachen. Gerade wenn die uns ja kennen. Ja, richtig. Ja, richtig. Die freuen sich, also die sind halt auch dankbar, euch da wieder zu erkennen und zu erkennen, dass es ihnen da quasi, dass sie nicht in einem Gebiet sind, wo man ihnen Schlechtes will. Schwester Elvira wird sich wahrscheinlich um sie kümmern und halt den gesundheitlichen Teil der Betreuung machen, wird natürlich ihr irgendwie da seid, um die Empfang zu nehmen, ihnen zu erzählen, was passiert ist, den Anwesenden hier zu erzählen, was passiert ist. Ich würde ganz gerne. Frage ist halt, was erzählt ihr? Darf ich vorher kurz? Ich habe übrigens meinen Mokulé auch irgendwie da hingelegt, wo ihr den hingelegt habt. Und, dann kommt Schwester Elvira, die wird uns die erstmal abholen. Ja, ansonsten dackel ich quasi hinter euch her und dann irgendwie im Hintergrund und guck so ein bisschen verloren durch die Gegend und solange mir keiner was anderes sagt, ich irgendwie hinter euch her und guck mal, was passiert. Wie hieß der Mokulé, unser Kontakt von da? Lass mich kurz schauen. Ich gucke maximal irritiert. Hiatafratala. Ja, genau. Hiatafratala. Sobald der wach ist, würde ich den direkt mit zum Markgrafen kriegen. Und auch erst dann wird das Volk mit euch absprechen, dass wir quasi nicht ohne die Mukuli die Geschichte erzählen, weil die ja Teil davon sind und so auch sichergestellt werden kann, dass wir das Richtige erzählen. Das ist dann gleich auch wieder ziemlich auf Dinge. Wie ich schon sagte, das ist schon so lange her, Amazon. Ja. Mach dir keine Sorgen, ich weiß alles. Ist 2 Wochen her, wie kannst du immer noch wissen? Das war gestern, also heute. Nein, war vor 2 Wochen. Aber ihr wart nur 30 Sekunden weg für uns. War vor 2 Wochen. Nee, wir waren aber 2 Wochen in der Karibik. Na eben, Nils. Ist es gerade Tag oder Nacht? Es wird Abend sein, wenn ihr ankommt. Vermute ich jetzt einfach mal aus Blau raus. Ich weiß nicht mehr genau, was für Tag ist. Den Mond schon. Ja. Aus wessen Perspektive sind 2 Wochen vergangen? Aus unserer? Oder ihr habt den Mond von dem Datum, was Juli euch am Anfang genannt hat. Das ist immer noch genau der gleiche, wie der Mond, den ihr hattet, als ihr im Amazonas losgelatscht. Das heißt, die können nicht 2 Wochen weg gewesen sein. Der Mond ist immer noch der gleiche. Hat sich die Mondphase, während wir unterwegs waren, auf dem Kreuzfahrtschiff, hat sich normal weiterentwickelt und hat quasi jetzt einen Sprung wieder zurückgemacht. Hat irgendjemand von euch währenddessen überhaupt darauf geachtet? Nein. Andere Frage? Also ihr könnt, wenn ihr wollt, gerne auf Intelligenz würfeln, um euch und Wahrnehmung, um euch daran zu erinnern.
Gerne. Ist das ein Zeitparadox da mit Ymra und so weiter, dass es sowas gibt? Man weiß, dass es möglich ist. Was? Intelligenz und Wahrnehmung? Wahrnehmung, ja. Drei Attribute zusammen? Ja, ja, weil ich, es keine Fähigkeit gibt, die dafür vernünftig geeignet ist. Gesundheit. Nein, Brander weiß nichts. Ich hab einen ganzen Erfolg. Ich hab eine 1 und eine 8. Brander weiß nichts. Da ist ein Mond. Ich habe auch einen Erfolg übrig. Nee, zwei Erfolge übrig bleiben. Ja. Also nur 7, keine 1. Ihr habt beide das Gefühl, dass zu der Zeit dort irgendwie 3/4 Mond war? Ihr habt doch noch im Umbra gestanden, wäre ein bisschen bescheuert, wenn ihr 2 Wochen im Umbra gewartet hättet. Ja, aber wir sind seit 2 Wochen mit denen unterwegs. Ja, wir waren 2 Wochen auf einer Kreuzfahrt. Ja, aber es ist auch was im Umbra passiert. Vielleicht wie diese Film Back to the Future. Ist Vergangenheit, Zeitreisen. Also, man weiß ja, dass im Umbra sowas theoretisch... Das ist ja, aber wir waren ja nicht 2 Wochen im Umbra. Nein. Aber wer weiß, vielleicht ist die Zug gefahren, 88 Meilen pro Stunde, und dann wir sind in Vergangenheit gegangen. Aber es gab keinen Netz. In der Kirche war da auch nicht. Das ist schon okay. Also für uns sind 2 Wochen vergangen. Ja, genau. Deswegen habe ich nicht mehr alle Details genau im Kopf. Ja, ja. Es sind eine Menge neue Details. Aber creepy shit passiert. Das solltest du doch am besten wissen. Hab ich doch gesagt, die Zugfahrt 88 Meilen pro Stunde und dann reisen in die Vergangenheit. So wie die Film. Naja, und. Also haben die Film gesehen, ist okay. Und ihr habt euch die Kojoten eingelassen? Der Zug hat aber keinen Fuß. Der Kojote hat uns eingesammelt. Okay. Und wo rausgeschmissen? Ich war nur verwundert, dass er euch angeboten hat, wenn ihr Hilfe braucht und Dinge und... Naja, also wir sind da in die Karibik. Also tatsächlich waren wir gar nicht so weit von da, wo wir da hergekommen sind. Wir haben da eine Reise gemacht, hier so wir sind quasi da unten gefahren. In diesen Inseldingern bei Kuba. Mhm. Ja, wir sind im Kreis, also nicht in einem Kreis. Nein, wir sind in der Spirale. Spirale, ist ganz anders als mit einer Kreuzfahrt. Spiralfahrt. Wir sind mit einer Kreuzspiralfahrt gefahren. Mhm. Ja, der hat uns da rausgeschmissen mit diesem Typ, den du da gesehen hast, dieser... Wie hieß der noch? Nein, oder so, Philippe. Das war der Junge, den du da gesehen hast. Philippe, ja, ja. Bestellt man nach Noyote. Die Mexikan. Nach Puerto La Cruz in Venezuela. Genau. Und dann sind wir da auf dem Schiff und haben eine Kreuzfahrt gemacht. Die Galeria. Und so mit Emilio. Ich weiß nicht, wo ist, aber war auch... Ja, wo ist Emilio eigentlich? Ich habe keine Ahnung, die sind zugeblieben, glaube ich. Oh. Die ist auf jeden Fall mit in den Zug rein. Also es war noch jemand mit dabei. Okay. Die ist nicht mehr da, aber war dabei. Hochnäsige Britin. Ja, die kannst du sagen. Tochter. Kann ich wirklich sagen. Tussi. Briten. Tochter. Briten sind sowieso das Schlimmste auf der Welt. Wie? Stimmt, du warst der Ihre. Ja, ich bin Ihre. Ja, okay, mit Königin. Auf jeden Fall haben wir auf dieser... Heiß, aber guckt sie durch, wenn ich überhaupt wo er denkt. Also auf dieser Kreuzfahrt. Wir wussten ja nicht, was ist. Also erstmal, weil wir ja gerade auch... Wir haben es erstmal genossen. Da, war all inclusive. War all inclusive, alles super. Das ist ein großes, großes Schiff, das wie ein... Eine schwimmende Stadt. Ja, eine schwimmende Stadt. Auf die Wasser. Mit viel zu vielen Menschen drauf. Wo man zum Vergnügen die Seele baumeln lässt und nichts tut als... sich zu langweilen. Ja, denn oder in stinkende Müll zu wühlen. Und da Sachen zu finden, die nicht in den Müll gehören. Gelangweilt habe ich mich nicht. Es war sehr schön da. Bis auf... Die Menschenopfer und... Ja, aber die Kreuzfahrt war gut. Ja, Kreuzfahrt war gut. All inclusive. Zwischendurch. Naja. Nie so als wir noch nicht wussten, was so uns denn da blühte. Na, war trotzdem gut. Mit all inclusive. Also so ein paar... Warte, wie heißen die Wörmanhänger nochmal? Die Menschen? Fumori. War aber Fumori, richtig, ja. War Fumori? War eine Kreuzfahrt von Fumori-Tours. Genau, also so ein paar Fumoris haben sich gedacht, geil, sammeln wir ganz viele Leute auf einem Kreuzfahrtschiff ein, bringen sie in eine tolle Stimmung und opfern sie dann. Oder sind Fumoris nicht wer? Nachdem man sie in einer Spirale durch die Karibik die Black Spiral Dancer. Die Dancer der schwarzen Spirale. Genau. Fumori sind mutierte Menschen, die halt Würmgaben bekommen haben, weil sie in Atommüll gebadet haben. Oder und die haben uns in einer Spirale auf diese Insel gebracht und wollten da alle Leute alle aus einer Pyramide Menschenopfer-Dinge tun. Okay. Ja, war Schlussparty und dann plötzlich, oh, mal umbringen und bla.
haben wir verhindert. Und dann haben wir das verhindert, dann ist der Zug wieder aufgetaucht und hat uns wieder eingesammelt. Ja. Und zurückgebracht. Mit den mehreren Kojoten noch. Na, irre, am Anfang dachte ich ja, irre. Ich glaube, das war gar nicht so blöd. Aber die Kojote war doch nicht irre. Er hat auf jeden Fall irre gelacht. Oder? Kojote war doch nicht irre wie ihr. Verrückt. Verrückt. Ah, da, war verrückt, irre. War verrückt. Ja, aber das ist doch gut. Das ja, ist ja aber zwei Wochen her für uns. Also ja. Ach, sehr gut. Braun hast du gesehen, wie braun er geworden ist? So viel Sonne hat er in seinem Leben noch nicht gesehen. Ja, und ich habe Badehose. Und Hawaii-Hemd. Trotzdem. Und Sporttrainerin. Oh, da war Sport. Ah, Branda hat mir geholfen mit Sporttrainerin und andere Frauen noch. Und war gut. War all-inclusive. Auch Frau-inclusive. Das ist schön. Das Schlimmste war tatsächlich. Wir müssen jetzt trotzdem mit dem Markgrafen sprechen. Ja. Also ich schlage vor, da das für euch ein bisschen weiter weg ist, schildern Eisauge und ich bis zum Zug die Vorkommnisse. Ja. Und ab dann übernimmt ihr das. Aber es ist schon mal super, dass ihr ja anscheinend mit den Kojoten. Mit den Kojoten? Ja, das ist ja jetzt unser Job. Hast du ihm zugehört? Ich habe ihm zugehört, ja. Perfekt. Ja. Ist doch alles super. Demnächst häufiger einen Zug abholt. Ach, Quatsch. Dann, ja, ist okay. Du bist ja mit 30 Sekunden weg. Dann bin ich demnächst aber wirklich alt. Also fühle mich zumindest ja. Alt. Gut, ich schnapp mir dann mal den Hiyatala. Mit vielen T's und Z's drin. Kurze Frage, wie? Das ist der Anführer der Mokuni. Der Kontakt. Ah, okay. Geber, Anführer. So, der ist auch Anführer der Mokuni. Habe ich wohl beschlossen, der hat nichts dagegen gesagt. Ja, das war der Septenführer von der Septenführer, genau. Also Septenführer ist auf jeden Fall. Nennt das dann nicht Sept, aber halt das Äquivalent. Ja, also der Anführer der jeweiligen Mokuli. Ist okay, der Mokuli. Regionslebenden Verbandung von. Der Bürgermeister. Der Bürger, ja, genau. Radamusch. Der Spieletter ist beschäftigt mit der Katze, tut was ihr wollt. Super. Dann schnappe ich mir den hier und ich habe den jetzt H-I-A-T-H-A-Z-Z-H geschrieben. Das ist doch ungefähr richtig. Also ich habe ihn geschrieben H-I-A-T-Z-T-A-Z-Z und noch ein bisschen mehr Zs und H-Kombinationen dran. Ja, ich habe sogar noch ein H vorher mit eingebaut. Ja. Hier. Super. Hier Taz. Also Rattala. Rattala, genau. Wir trotten ihm auch hinterher. Ich nehme den dann mal mit und erzähle also den auf dem Weg. Moment, während der Geschichte erzählten wir auch von Finn und dass er ja nett und Dinge und einmal noch so vorstellen. Finn, Ian, Finn. Wie bist du denn da reingekommen? War schon auf den Zug. Wie bist du auf den Zug gekommen? War im Umbra unterwegs, weil ich zu meiner Septe zurück wollte, weil ich unterwegs war. Und dann kam da dieser verdammte Zug auf mich zu. Und ich konnte nicht mehr nach rechts oder links ausweichen. Und dann bin ich halt hochgesprungen. Wo ist deine Septe? Deutlich weiter im Norden. Okay, der Name der Septe bitte? Keine Ahnung, hat Nils ihm nicht gesagt, weiß er okay, nicht. Okay, füge generischen Septennamen hier ein. Dann werde ich auf dem Weg einmal zu Song Wind gehen und ihn fragen. Abgesehen davon. Danke für die Nachricht. Finn, Torbjörn, Finn. Ja, genau. Danke für die Nachricht. War das mit der Heldengestalt? Torbjörn, Koras. Könnt ihr vielleicht bei hier generischen Settennamen einfügen, Bescheid geben, dass es Finn gut geht und er bei uns ist? Ich werde dafür sorgen, dass das noch bekommt. Hervorragend. Bist du über eine Mondbrücke gereist? Ich habe eine Mondbrücke gereist. Bist du über eine Mondbrücke gereist, ja. Was ist eine Mondbrücke? Eine Brücke durchs Umra, mit der wir von einer Sette zur anderen laufen können, ziemlich sicher. Pass auf. Also Rainbow Road aus Mario Kart. Ja. Ja, so ungefähr. Du kannst es dir so vorstellen. Du bist in Europa und musst nach Südamerika. Anstatt heillos irgendwo durchs Umbra zu laufen. Am zweiten Tag über diese Brücke oder zwei. Genau. Also Umbra Highway. Ja, nur halt in Raumkrümmung, in schnell.
Und wenn du runterfällst, würdest du dich freuen, wenn du tot wärst. Ja. Mhm. Weil du kommst hier nicht und du kannst halt auch in irgendwelche anderen Umbra-Reiche fallen. Wie bei Magus. Das ist. Also ja. Deswegen sind wir alle aufgesprungen und nicht runtergefallen. Ach, du. Das muss man nein. Sorry, ich weiß unglaublich wenig über diese Welt, deswegen. Das macht nichts. Das ist gut. Das ist die richtige Antwort gewesen. Ja. Spontan eigentlich. Aber Gesundheit. 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 Salut. Gesundheit. Was ist mit dem Taschentuch? Ich habe hier reichlich dabei. Wenn ich mir etwas erwartet hatte. Dann informiere ich Finn. Mhm. Das da ist Song in the Wind. Das ist der Anführer dieser Septe. Und er wird, wer auch immer, bei hier generischen Septennamen einfügen, der Septenanführer ist, eine Nachricht zukommen lassen, dass es dir gut geht und du hier bist. Ja, das ist super nett. Gerne. Super. Dann, das hier ist Hiatath. H-I-A-T-H. Also seine Schreibweise. H. H-I-A-T-H. H-I-A-T-H. Ja. A-Z-Z-H. Hier, Taff und Song in the Wind war? Song in the Wind ist der Anführer unserer Sekte. Viele Dogs werden lieb. Rang 4, glaube ich. Mhm. 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 Ach, auch ein Wind. Ja. Muss ich mir das auch immer aufschreiben? Ist das ein manchmal ist das musst du nicht, kannst mich einfach fragen. Was? Oder ihn. Oder ihn. Was, oder was ihn. War das Vorzeichen von dem? Philodogs. 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 Ich sehe da Philodogs nicht. Das ist so ein typischer Esoterik-Hippie-Indianer, der ständig irgendwelche Kräuter an seiner Pfeife raucht. Fragen. Nein, Fragen. Ja. Nur mit Gegenfragen beantwortet oder? Entweder das oder mit Gleichnissen, die keiner versteht. Das ist der indianische Mr. Miyagi. Und dich auch Missionen schickt, von denen du denkst, da hab ich sowas von. Ja, ich geh schon. Ja. Weiß aber wohl eine Menge Zeug. Aber kann auf jeden Fall am Ende mal sagen, wieso habe ich dir doch gesagt. Hast du nur nicht verstanden. Ja. Das musstest du selbst lernen, mein Kind. Oder hättest du mal besser zugehört. Ja. So, Alter. Du musst ja schon auf die Geister hören, sonst ist doch Pech gehabt. Genau. Okay, läuft bei ihm. Ja, total. Klasse Typ. Ist auch, wir mögen den, tatsächlich. Er ist halt weise. Ja. Das heißt halt nicht, dass ihr das versteht. Wir sind halt nicht weise genug. Dann ist er halt zu genau. Weise. Dann nehmen wir hier Taft. Ich erzähle hier Taft dann auf jeden Fall als auf dem Weg zu den Markgrafen. Ich erwähne einfach mal den Namen Markgrafen und gucke mal, wie er reagiert. Unwissend. Tatsächlich. Also mehr so ein Level von keine persönliche Bindung zu dieser Person. Ja, man hat den Namen garantiert schon gehört, dass du sagst, ja, okay, whatever. Willst du mir was erzählen? Ja, ich, genau, also der Markgraf ist der Anführer der Werwölfe in ganz Europa. Hallo. War die Uhr 6, bla, weiß nicht, was ich was sage. Wahrscheinlich schon. Also die haben ja hier fucking gesammelt, aber die halten sich ja aus, von daher ist es wahrscheinlich nicht so bekannt. Und der würde natürlich auch gerne erfahren, was bei euch in wie nennt ihr das? Septing? Ich habe wohl keine Ahnung, was zu sagen, weil das passiert ist. Und ich hatte nachgucken, die Namen, die die haben, sind total rot. Ja, ist schon okay. Er ist zudem auf einer Mission, da sich wohl die Delta im Ende neigt, wie wahrscheinlich auch festgestellt hat. Ihr wart ja dabei, als wir das feststellen. Ja, Verbündete. Die große Bonorak sich erhob. Genau. Das abgefahrene Teil, stimmt. Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, weil was genau da passiert ist, also du hast uns ja die Geschichte erzählt, aber war das der, also war das das? Ich gehe davon aus. Okay, auf jeden Fall ist der Markgraf unterwegs, um alle anderen. Das war genauso seltsam wie Kindvolk, Rassen, Verrat, zu vereinen im Kampf gegen das, was Granat. Was auch immer. Das klingt angemessen. Ja. Das Ende ist da. Und dazu gab es Schwert betrachtet. Nein! Dun, dun, dun. Ich enthaupte das Ende. Ja, genau. Du bist nicht das Ende. Das Ende ist vielleicht in vielen Dingen endlos, aber. War das Ende von Arm? Ja, das ist richtig. Ja, dann auf zum Markgrafen.
Ja, auf, folgt mir. Man hat halt in der Septe einen kleinen, den Lagerfeuerplatz fertig gemacht, die Werbebesitzer alle drumherum. Sie folgt mir, du folgst ihr aus. Die Werwölfe sitzen drumherum, die Mokulé sitzt halt auch mit dabei, es wird halt heute Abend viel erzählt. Die Mokulé erzählen ihre Geschichte, von Bonorok, dem großen Verschlinger, der sich erhoben hat und damit die Endzeit eingeleitet hat. Die Werwölfe erzählen Geschichten über die Apokalypse, die ansteht und die letzte Schlacht, die sie schlagen werden. Mhm. Da liegt Juri viel Wert drauf, dass die gut dargestellt werden, also dass es halt ausführlich dargestellt wird, worum es geht, was halt das Wichtige ist, warum alle Werwölfe noch leben ist, um diese letzte Schlacht zu führen. Mhm. Und also die Mokulé erzählt quasi ihre Sicht von, was ist bei ihnen passiert, nämlich halt, dass der letzte große Drache sich erhoben hat, um die Welt aufzufressen. Und dass sie, diejenigen von ihnen, die das überlebt haben, haben sich entschieden, euch in der Kampf um die Apokalypse beizustehen. Ihren Teil zu tun im großen Willen von Mutter Gaia. Das ist in Ordnung. Ja. Juri erzählt halt nochmal davon, wie wichtig das wird, dass nicht nur einzelne Werwölfe sich dafür, sondern dass alle Werwölfe da sind, dass auch möglichst viele Ferrer da sind, damit man gemeinsam den Würmen davon abhalten kann, die Welt zu vernichten. Und man bietet euch halt ein Spektrum, wo ihr eure Geschichte erzählen könnt von dem, was passiert ist. Ja, da machen wir das, glaube ich, so wie besprochen. Ich würde das da anbieten. Also ich bin Galliard, der Fianna, also Galliard sind ja die Geschichten. Krieger, also Geschichtenerzähler, Baden, Kampfbaden. So ist das. Also eher sein Kampfbaden. Ja, also nach euch sind wir diejenigen, die am schnellsten ausrasten. Sind aber trotzdem meistens mit mehr Willenskraft als Zorn unterwegs, weil wir halt auch noch so ein bisschen. Ihr seid aber auch diejenigen, die, wenn es in den Kampf geht, die großen motivierenden Lieder schmettern, damit alle voll scharf drauf sind, Dinge zu zerreißen. Wir buffen euch dann in den Zorn. Kann ich zwar noch nicht, aber das dann irgendwann. Kann den Zorn nur nehmen. Ja, das kann ich. Mhm. Auch geben. Und geben. Geben kann ich auch. Mach ich noch. Ich weiß nur, dass er Zorn nehmen kann. Apropos Zorn, ist der temporär verbraucht, dann jetzt wieder gekriegt. In der nächsten Nacht kriegst du einen zurück. Okay. Und wenn dein Mondzeichen ist, alle. Jede Nacht. Also solange dein Mondzeichen ist, kriegst du halt jede Nacht, egal wie viel du verballert hast, deinen kompletten Zorn wieder voll. Das sind die Tage des Monats, in denen einfach jeder Brand aus dem Weg geht. Weißt du, wenn sie auf dem Weg zur Dusche ist, dann springen Leute aus dem Duschenfenster oben raus. Nur damit sie Brander nicht sehen müssen. Hast du deinen weiblichen Zyklus, den Mondzyklus an der Stelle synchronisiert, dass du dann auch noch hast? Nein, der kommt dann nochmal zusätzlich zur anderen Zeit des Monats. Der Rest des Monats, das ist bei ihr umgekehrt. Achso. Wer witzig wenn das Parallel eine ganz freundliche Person. Ich sorge immer dafür, dass alles das ist richtig. Und wenn nicht, dann verdrischte sie auch. Du willst das nicht essen? Ist das. Du hast vorher das Frühstück verdroschen, damit es das Frühstück ist, oder? Nein, ich bin sehr gut zu dem Frühstück. Das stimmt. Frühstück mach lecker. Schneid doch einfach erstmal noch ein bisschen Rinde ab, dann kannst du das auch einfach abschneiden. Du musst ja nicht eben Fisselarbeit machen, immer wieder die Randscheiben abzuschneiden. Ja, du isst halt okay, erzähl die Geschichte. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel OT hier. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz, weil du gerade von Zorn gesprochen hast. Ja, auf jeden Fall bin ich gerade ja der Fianna, dementsprechend. Warte ich und erzähle Geschichten und Dinge und nebenbei bin ich Bernhard-Kämpfer. Was man halt so macht. Sam. Dementsprechend würde ich dann quasi bis zum Zug, dann kommt ihr zum Zug, erzählen, was da so vorgefallen ist. Soll ich das vielleicht wirklich nochmal kurz zusammenfassen? Weil du hast es wahrscheinlich noch nicht. Ja, nicht ganz so blöd. Nein, wir haben da nicht viel drüber geredet, wir hatten andere Probleme. Genau. Wir haben nämlich im Vorfeld in der Nähe unserer Septe leider einen vom Wurm verführten und zerfressenen Mokulé niederstrecken müssen, weil der hier die Gegend unsicher gemacht hat und alles verpestet hat mit Gift. Also da waren Giftmüllfässer, die ihn quasi verpestet haben. Und dann hat er die Gegend verpestet, indem er da war und alles getötet hat. Es hat ihn verwürmt und dann ist er... hat ihn verwürmt, genau. Da wir aber einen Mokulé getötet haben und das eigentlich nicht so gut ist, weil von ihm gibt es, glaube ich, noch weniger als von uns. Also jetzt gibt es noch weniger. Jetzt auf jeden Fall noch weniger. Wurden wir erstmal damit beauftragt, ein Heiligtum der Mokulé
aus Russland zu holen. Russland? Ja, Russland. Die Schuppen. In Sibirien. Genau, in Sibirien. Und zwar Mokuli-Schuppen, die das wissen. Die haben ein gemeinschaftliches Bewusstsein. Die Mokuli. Sind die Borg. Naja. Es gibt ein altes Bewusstsein, auf das Mokuli zurückgreifen können, was quasi der Gesamtbewusstsein ist. Die können jetzt, die wissen aber nicht alle alles, aber das halt Dinge abhüpfen aus Erinnerungen. Die haben so eine Mokopedia. Mokopedia. Okay, also die haben genau. kein Schwarbewusstsein, nee, sondern die können noch ich von genau. Schwarbewusstsein trennen. Genau. Und okay. Können dann sagen, ich guck mal kurz auf Mokopedia nach, wie war das denn damals? Ach ja, genau so. Ah, okay. Aber das ist halt auch nicht unbedingt immer alles gezielt. Teilweise finden sie doch eine Erinnerung an Dinge, die sie gar nicht wissen wollten, und finden Sachen halt auch nicht. Das ist jetzt nicht so, sehr können sie Dinge gezielt abrufen. Auf jeden Fall haben wir ein verloren gegangenes Stück der Mokopedia geholt. In Sibirien, in den Bergen. Genau, das und war Wörmbach in Form von Mokopedia-Schuppen. Und da haben wir gegen einen Wörmbachen gekämpft und haben einen sehr, sehr, sehr feinen Garou verloren, den wir dort kennengelernt haben. Ah. Artyom. Artyom, genau. Artyom Augensturm. Ja, genau. Lese ich später mal das Gesicht vor, was ich mir geschrieben habe. Und dann sollten wir natürlich die Mokuli-Schuppen zu den Mokuli bringen. Dementsprechend sind wir dann nach Südamerika aufgebrochen, über eine Mondbrücke, sind in Mexiko angekommen, weil das dort die letzte bekannte Garou-Septe in der Nähe ist. Und dann sind wir von da aus mit dem Flieger unten per Fallschirm in den Dschungel abgesprungen. Ja, dazwischen sind noch ein paar andere Sachen. Für manche mehr, für manche weniger. Genau. Haben es dann tatsächlich auch geschafft. Jemand in einem Baumhaus. Mit dem Kopf. Ja. Wer war das? Ist vollkommen nebensächlich. Achso. Hi. Ich hab das gesehen. Ja. Sie ist einfach, sie darf das. Nein, ist sie nicht. Das hat sie auch ziemlich deutlich gezeigt, dass sie sich ihm unterordnet. Ja. Ah, das hat ja gerade Ichi gesagt, deshalb. Achso. Nehme ich mal an. Sie hat OT auch so gemacht. Nein, ich habe IT so gemacht. Das, wenn sie so Dinge tun, tut sie das IT. Okay, dann habe ich das IT gesagt, weil ich das immer noch vorausgesetzt habe. Irgendwie. Nein, ist sie nicht. Okay. Gut. Auf jeden Fall sind wir dann zu den Mokuli gegangen und haben wir auch getroffen. Auf dem Weg dahin haben wir eine Rodungsstation. Ich habe ihm den Post überlassen. Entschuldigung. Da muss er würfeln, ja. Da muss er würfeln. So. Ich mache so. Ja, das reicht. Nein, stopp. Aktuell hast du auch, ne? Ja. Ich würde das doch nicht wissen. Nee, das Problem ist nicht das, was du gesagt hast, sondern ihre Reaktion darauf. Zwei Erfolge. Das heißt, er guckt dir die mal, also du merkst halt irgendwie halt richtig bitter grimmig zu ihr rüber guckt und sie merkt das auch. Nee, es ist einfach ein, du bist temporär Anführer. Ich habe dir den Posten überlassen. Ja, richtig, aber das ist halt ein Schlag ins Gesicht, wie das sozusagen. Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Ist okay, dass du mich so anguckst. So, ich dachte jetzt, ich hätte was Falsches gesagt. Nein, nein, nur sie. Okay. Du warst, ihr wart gerade in den Dschungel abgesprungen. Ja, so, genau. Abgesprungen, haben dann auf dem Weg dahin eine Rodungsstation von Menschen entdeckt, wo aber der Wurm eben auch ganz stark dabei war. Haben uns dann zu den, an die umrundet, sind zu den Mokuli, haben dort Hiath kennengelernt, den Anführer der sortigen Mokuli-Septe. Haben wir einen Plan geschmiedet, wie wir den Wurm aus den Gefilden vertreiben können. Als dieser gerade in der grandiosen Umsetzung war, ist ein circa 30 Meter hoher Alligator aus den Bäumen gebrochen. Guck mich so. Ihr wart für zwei Wochen noch mal Kreuzfahrt in 30 Sekunden. Naja, es ist so verrückt wie der Zug. Ich kann das prinzipiell akzeptieren, versuch's mir nur gerade vorzustellen. Ja. Es sieht genauso seltsam aus. Wir haben dann wir waren darauf vorbereitet, weil er Visionen davon hatte. Und dann haben alle Mokuli furchtbare Schmerzen gehabt, zumindest sah es so aus. Und sind weinend und schreiend zusammengebrochen und konnten gar nichts mehr. Und dann haben wir den Rest des Wurms, also haben wir den Boden gereinigt und sind dann durch die Mondbrücke schnellstens weg, nachdem wir sie bewusstlos geschlagen hatten. Wie seid ihr dem
Alligatorlos geworden, den 30 Meter großen. Gar nicht, wir sind gelaufen. Also der, ach, ihr seid weggelaufen. Der stand da im Wald und hat sich nicht viel bewegt. Der hat nur die Sonne angeschrien. Ah, okay. Und war auch noch ein bisschen weiter weg und wir verfolgen jetzt auch nicht. Also außerdem wollten wir die Mokulee retten. Die sahen so aus, als würden sie sterben. Ja, das kann ich. In meinem Kopf hat der euch nur. Der brach aus den. Ja. Da lief der auch auf zwei Beinen und brach aus den Bäumen raus und hat euch angegriffen. Nein, der war einfach nur circa einen halben Kilometer entfernt, ist ja aus dem Blätterdach hier rausgeschossen, hat die Sonne angeheult und hat danach nicht mehr allzu viel anderes gemacht, außer sich vielleicht langsam unterrichtet. Das wissen wir nicht so genau. Ich habe dann angefangen, die Mokuli fachmännisch von ihren Schmerzen zu befreien. Nachdem wir sie sediert hatten, haben wir sie geschultert und sind dann über die Mondbrücke, die Eisauge geöffnet hat, bis kurz vor die Septe gekommen und dann kam ein Zug. Wie fährt der Zug? Bulle. Nein, nicht mit Kohle, mit Kojote. Das war eine Dampflok. Wir machen Verbrennungsmotor, machen wir aber anders. Ja, das erkläre ich dir in einer ganz, ganz ruhigen Minute. Wenn ich auch nochmal nachgelesen habe. Mach doch heiße Feuer, kocht Wasser geht nach oben. Mal abgesehen davon, würde ich gerne. Hast du eine Minute? Wollen wir kurz da vorne reden? Ich finde, es ist ja ungewöhnlich, Markgraf gegenüber. Wieso der sitzt wir da gerade? Das ist ein gesamter Abend. Ihr könnt da, wenn ihr wollt, auch zwischendurch mal eine Minute für euch alleine haben, um so leise ein Gespräch zu führen. Das ist nicht das Problem. Jetzt gerade waren wir direkt in der Erzählung vor. Ja, die habe ich einfach nur jetzt gerade für dich ein bisschen schlechter zusammengefasst, okay. Damit er halt auch was weiß. Finde ich super. Danach erzählt sie, glaube ich, das, was sie gerade schon erzählt hat. Genau. Und danach können wir gerne eine kurze. Das wäre jetzt ein. Ich will gleich mal, wenn wir eine Minute haben, mit dir reden, aber in Sichtweise der anderen ganz wenig. Mal abgesehen davon. Ja, dann würde ich das nochmal mit. Wir sind vom Kojoten eingesammelt worden. Klingt. Also, da ist der Zug vorbeigefahren, wir sind aufgesprungen und der dort an Bord anwesende. Wie heißen die Kojoten? Nuvisha. Hat er uns das gesagt? Ja, garantiert. Der Wort anwesende Nuvisha hat gesagt, dass der Kojote uns für etwas braucht. Wir haben dann in einer zweiwöchigen Kreuzfahrt eine Verschwörung von Fumori, die ein riesiges Blutritual mit dem Abmetzeln all der an Bord anwesenden Passagiere machen wollten, mit einer großen Spiralfahrt verhindert, glücklicherweise. Dann hätten sie mich wenigstens in Ruhe gelassen. Ja, also das haben wir verhindert. Wir konnten leider nicht verhindern, dass sie nicht wenigstens, also sie haben ein paar Menschen getötet, aber das Ritual haben sie nicht durchgeführt. Direkt danach hat der Kojote uns wieder eingesammelt und direkt hierhin zurückgebracht. Viel mehr inhaltlich wissen wir darüber auch nicht. Wir wissen nur, wir konnten es erfolgreich verhindern. Wir reden über den Kojote, das Tote. Habt ihr ihn bei dem Abholen nicht gesehen? Er saß lachend auf dem Zug. Ich habe ihn gesehen, mit meinen Augen. Gesprochen habe ich aber nur mit dem Also es war nicht ein und derselbe Schädel da und der Kojote war nicht der gleiche? Also das, was am Anfang, als die abgeholt wurden, vorne drauf saß, war ein irre kichernder Kojote. So ein riesiger, 3-4 Meter langer Kojote, der oben auf der Dampflok drauf saß. Das wusste die Kreuz nicht. Richtig. Und der sieht ein Kreuz und ist aus wie Kojote, sondern wie ein Wehrkojote. Genau. Und ich habe mit dem Kojoten nicht geredet, sondern nur mit seinem... Mit Philippe. Okay. Die Mexikaner. Aber anscheinend haben wir wohl einen guten Job gemacht und wir hatten ganz gute Kommunikation, würde ich das jetzt so nennen. Okay, dann ja. Ich muss mal später nochmal drüber sprechen. Wolltest du noch irgendwas? Was wurde gesagt, du brauchst noch 2 Minuten? Ja, ich würde gerne kurz mit dir reden. Herr Markgraf? Bitte. Wenn Sie wollen sprechen, wenn Sie sprechen. Okay. Ja, ich würde einfach ein Stückchen zur Seite gehen, so dass wir aber von dem Kreis von Leuten noch gesehen werden. Wie dem auch sei, es ist vollkommen egal. Ich wollte das nur nicht direkt in der Runde machen, aber ich möchte einfach so. Pass auf. Es wird hier alles sehr ernst. Und mir geht es auf den Keks, was wir miteinander haben. Wer jetzt der Alpha ist. Ich möchte das ein für alle Mal zu Ende führen. Ich würde mich freuen, wenn du weiterhin eine Meinung mit einbeziehst.
Aber ich werde jetzt das akzeptieren, was du bist. Nehme mich dann von dir hin und zeige dir meine Kehle, so dass alle es auch sehen können, wenn sie denn darauf achten. Es wird sicherlich der ein oder andere bemerken. Wahrscheinlich fand ich das Rudel. Kurze OT-Frage. Eine Septe besteht aus mehreren Rudeln. Richtig, ja. Oder okay. Also, es sind auch nicht immer alle in einem Rudel. Ja, das also man ist doch mal alle schon in der Septe, aber es sind nicht alle in einem spezifischen Rudel. Na doch, tatsächlich, genau genommen, doch ist das mal. Es gibt aber nicht jedes Rudel hat gerade einen Auftrag. Richtig, zum Beispiel ist der Kern der Septe mit Schwester Elvira und Song of the Wind und dem Eisenauge sind ein Rudel. Ah. Die identifizieren sich schon als Rudel, weil tatsächlich mehr als ein Jahr lang ganz ohne Rudel zu sein, zählt unter Werwölfen als unehrenhaft. Also die sind alle Rudel, aber nicht jedes Rudel geht gerade auf Quests oder macht Dinge, aber die sind alle in den Rudel. Okay. Jetzt muss ich mir die Liste rausholen. Nein, schon okay. Und dann hat quasi die Septe, die besteht aus mehreren Rudeln und die sind irgendwie untereinander und ein paar davon sind ab und zu unterwegs. Und die City hassen die denn halt auch nicht. Ja, ja, ich weiß. Also, das ist ja nicht, sie gehen immer nur teilweise aus dem Weg, weil es halt immer noch ein Knochen ist. Schon. So, nachdem ich das gemacht habe, will ich aufstehen und dir nochmal die Hand hinreichen. Ja, wie. Gut, das war's schon. Ich habe das Gefühl, wir haben Wichtigeres zu tun. Ich werde natürlich auch darauf achten, dass ich gerade in Kampfsituationen auf deine Expertise zurückgreife. Ähnlich wie Song in the Wind und Eisenauge das hier. Ich weiß auch, dass ich mich in allen Bereichen... Ich weiß, dass du in vielen Bereichen besser Entscheidungen treffen kannst als ich. Dann würde ich einfach danach zurückgehen. Nur damit wir dieses Thema mal geklärt haben, weil sonst kommt es immer wieder auf und nervt. Mhm. Ja, das ist mein Job, nimm mir den nicht weg! Das musst du einfach outsourcen. Nein, nein, ich outsource andere Dinge. Zum Beispiel die dummen Ideen, wegen denen ich da keine Plot erfinden muss. Ja, da ja auch quasi... Wir haben jetzt andere wichtigere. Da ja auch quasi eure Geschichten erzählt werden, und dementsprechend hinter weitergetragen werden, bekommt ihr dafür natürlich auch Ruf. Zumindest wenn ihr zuhört, Julika. Entschuldigung, ich musste mit dem Raggerwaschen reden. Bekommt ihr auch Ruf. Und zwar bekommt ihr insgesamt alle zusammen 5 Ruhm, 8 Ehre und 3 Weisheit. 8 Ehre und 3 Weisheit. Quatsch, die Runden waren die kompletten. Ihr bekommt quasi. Wie viel Weisheit? 3. Wo schreibe ich mir das hin? Du hast hier unten einen Ruf. Das sind ja die großen Kreise, die gesamte sind. Darunter hast du kleine Kästchen. Und die fängst du an zu machen. Ah, okay. Wenn es davon voll ist, kannst du es in einen gesamten umwandeln. Ah, okay, das wundert mich schon. Okay, wie viel Ruhm kriegen wir? Overflow das? Nein, das Overflow nicht. Du kannst dann an dem Abend das auch direkt steigern. Weil ihr hier Leute habt, die das anerkennen. Also, kann ich drei. Ehre und Weisheit. Ja, alle sind Rang 3 außer mir. Was nee, er ist glaube ich auch nicht Rang 3, oder? Ich bin Rang 2. Ja. Jetzt nochmal, wie viel Ruhm, Ehre und Weisheit gibt es jetzt? 5 Ruhm, 8 Ehre, 3 Weisheit. Und ich verteile die halt generell für die gesamte Gruppe, auch wenn nur ein Teil die Karibikfahrt gemacht hat, aber zum Beispiel die Weisheit, die daraus erwachsen ist, ihr habt ja darüber gesprochen, das heißt, ihr habt ein bisschen geteilt und man rechnet euch das als ganzes Rudel durchaus aus. 3 Weisheit? 3 Weisheit. Temporäre, ne? Also die Kästchen, und sobald die Kästchenreihe voll ist, sind die Gästchen alle weg und die... Ja, also theoretisch muss dann den... Muss dann mit einem Ritus gemacht. Aber wir sind in der. Wenn das festgehalten wird, das heißt, heute Abend wird dieser Ritus gemacht. Da stellt man sich hin und hält das als Geschichte über euch fest. Eine Geschichte, die euch weiter erzählt wird, damit dann anerkannt werden kann, die sind also ruhmreich, ehrenhaft oder weise. Oder die Mukuli wird das in eine Schuppe gesetzt werden, die dann irgendwo in den Berg liegt. Nein, nein, die Mukuli wird sich da einfach daran erinnern. Dass die Schuppe in den Berg lang kommt daher, dass, während der Sowjetunion Russland abgeschieden war. Die Sowjetunion, da gab es eine mächtige Vampirin namens Baba Jagger, die Würmdrache beschworen hat und das Ding komplett abgeriegelt hat. Der eiserne Vorhang war auch im Umbra existent, du kamst da nicht rein. Oh, okay. Und die Mokole, die dort gelebt haben, haben das Wissen, das sie in der Zeit gesammelt haben, diese Schuppen geritzt, um es zu konservieren, damit es später in das Bewusstsein aufgenommen werden kann. Ah. Und die haben quasi dann diese Schuppen von da geborgen. Haben ihnen also einen riesigen Gefallen damit getan. Okay. Mir fehlen für Rang 3 übrigens 17 Weisheit und 12 Ruhm noch. Um das nochmal kurz klarzustellen, wie weit wir wirklich auseinander sind von all den Möglichkeiten. Wer ist denn jetzt noch Rang 3? Ich weiß nicht, wie viel brauche ich denn? Tatsächlich dürfte... Nur ich bin Rang 3. Der Raggerwasch, du brauchst 12, oder? Ja, 12. Egal wo drin. Das ist halt bei Raggerwasch tatsächlich echt ein bisschen frech. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ich brauche noch einen Aufstieg. Ja, auf jeden Fall bist du ganz nah dran. Ich bin bei 9. Bei 9? 4 Ruhm, schnellste.
Also ich bin auch bei 11 tatsächlich. Aber und ich kann sagen, was Verteilung. Ja. Ich habe mittlerweile auch tatsächlich 4 Ruhm und 4 Ehre, aber nur 3 Weisheit. Und ich brauche für meinen nächsten Schritt brauche ich 6 Ruhm und 5 Weisheit. Weisheit ist für mich halt nicht. Du hast halt dadurch, dass Weisheit du Ahnen abgezogen hast, umgebracht hast, tatsächlich halt einen massiven Abzug bekommen. Ist halt unpraktisch. Klar, muss halt einfach wieder aufgeholt werden. Ja. Und Ehre 1 brauche ich tatsächlich auch, aber das habe ich schon tausendfach drin. Das ist kein Problem. Abgefahren, ich bin Rang 3. Was wird da auch eine ja, gemacht du, für? Ja, klar. Garantiert wird das festgehalten und das wird geehrt. Es ist ja auch für euch als Rudel quasi eine Ehre, dass ihr jemand von dem Rang habt. Das hat schon was Cooles und Besonderes ist. Und wird halt alles wieder in die Geschichten eingebaut. Du kannst prinzipiell jetzt Gaben der dritten Stufe lernen. Da musst du aber darauf achten, wie man die lernen kann, weil ab 3 auf jeden Fall musst du da auch schneller die passenden Geister finden und das von denen lernen. Das steht ja teilweise mit dran. Ja. Das werden wir dann unter Umständen aber häufiger einbauen, wie du dann sowas rankommen kannst. Ist okay. Darf ich noch einmal fragen? Ich habe die Gesamt-EP, die haben wir das letzte Mal versucht rauszufinden. Wie viele hattest du denn? Insgesamt müsstest du jetzt 55 haben. Gut, weil ich habe hier nämlich noch 50 stehen und da sind nicht die EP drauf, die wir vom letzten Mal gekriegt haben. Die anderen beiden haben auch für das letzte Mal die 5 EP bekommen, auch wenn ihr als Spieler nicht da wart, weil ich es halt bescheiden konnte, wenn wir die Gruppe auf verschiedene Level heben. Das ist in Ordnung. Das heißt, wir haben jetzt alle 60. Nein, ihr habt jetzt alle 55, außer Jan, der 57 hat. Ach so. Die vom letzten Mal hattest du ja noch nicht mit drauf. Nein, ich habe hier nur 50 stehen gehabt. Bei ja, richtig, ich auch noch. Ja, er hatte gerade 52 genau. Stehen. Ah, okay, dann 55, wunderprächtig, okay. Ja, dann ist alles gut, dann habe ich hier 16. Ist gut. Okay, 20 viel zum Ausgeben, das kann ich dann alles nichts. Du kannst ja sammeln, bis du einfach mal klein bist. Das dauert halt ein bisschen. Ja. Aber du kannst halt mal Attribute und Fähigkeiten steigern, wenn du das willst. Oder auch Zorn. Zum Beispiel. Nein. Oder Willenskraft. Ja. Alter, wir hatten mal. Tatsächlich dürfte Willenskraft gar nicht so teuer sein. Mal 1. Mal 1. Willenskraft mal 1, ja. Was? Dann könnte ich auch. Alter oder neuer? Aktueller, glaube ich. Aktueller. Gegenwärtiger Wert. Ach, schön. Dann könnte ich nach diesem Abend fast auf. Nein, ich könnte jetzt auf 9 steigern. Ja, ich müsste jetzt einmal 9 EP ausgeben und wäre auf 10. Und dann bin ich im Maximum. Wow. Oh. Oh. Ja. Ich will ja immer Zorn steigern und ihr wollt das alle nicht. Nein! Lass das! Ich weiß auch gar nicht, warum die das nicht wollen. Das ist immer Zorn kann ich die Frage ist, wie viel Zorn hast du Maximum und wie viel Willenskraft hast du Maximum? Ja, 10 ist immer das Maximum. Ja, nein, aber wie viel ist dein Maximum? Wenn ich frage aktuell, dann klingt das nach der Frage nach dem Temporären. Also, wie viele Kreise hast du in Zorn? 7. Und wie viel in Willenskraft? 6, weil ich einmal schon gesteigert habe, weil die das wollten. Ja, mit 7-5 angefangen. Ja, genau. Wenn man mehr Zorn als Willenskraft hat, bist du so aggressiv, dass alles das automatisch merken. Also jedes Tier weicht dir aus und jeder Mensch hat halt sofort das Gefühl, scheiße, die haut mir nicht auf die Schnauze. Ja. Aber ich bin eine grundlegend nette. Aha, irgendwo da drunter. Das ist das Konzept von Obelix, das Obelix mit Liebenswürdigkeit verbreitet hat. Asterix, darf ich liebenswürdig zu sein? Yo, Panz! Oder weil man ihn dick genannt hat. Nein, dann war ich mehr liebenswürdig. Dann hat die Leute einfach so geschlagen. Würde es nicht eigentlich theoretisch abgeben, wenn sie... In der Theorie... In der Theorie... Ja, nein. Also in der Theorie... würde sie eigentlich einen Weisheitsboost bekommen, weil sie die richtige Entscheidung fürs Rudel bekommt. Und ich bekomme den Ehrenbonus dafür, dass ich... Ein Rudelführer wäre, so ist es laut Regel. Hattet ihr nicht letztes Mal für das, was ihr gemacht habt, da schon was bekommen? Nee. Also, wenn ihr möchtet, können wir das gerne, dann schaue ich mal die Tabelle an, was genau da drin steht. Wir haben das, weil wir ihn nur temporär gemacht haben, erstmal auf die lange Bank verschoben, weil wir uns in der Situation alle nicht so richtig sicher waren, was passiert. Nö, ja, können wir gerne dann mit einbauen. Da ich aber unter dem Hintergrund der... Es geht mit diesem Punkt, dass sie quasi Rang 3 ist und quasi das im gleichen Atemzug, wo sie Rang 3 geworden ist, quasi sich... Wirklich die unterwirft. Dann bekommt Jan 3 Ehre, während Branda ein abgezogen bekommt von der temporären Ehre. Und Branda bekommt auf jeden Fall 2 Weisheit. Ich würde sagen, Jan kriegt auch nochmal 1 Weisheit dafür, dass sie vor allen Dingen, weil beide damit erreicht haben, dass das Konfliktpotenzial, was dadurch da ist, reduziert ist. Und das ist ja von beiden eine weise Entscheidung, wobei sie halt mehr Weisheit beigesteuert hat, indem sie tatsächlich tritt zurück.
und fechte es nicht mehr an. Ich finde das, also, außer ihr wollt da, habt da Einsprüche, finde ich das, glaube ich, nur ganz okay. Nee, das ist schon okay. Nee, finde ich auch. Und dementsprechend kann man dann auch ruhig das Rang 3 quasi locker mit reinnehmen, ohne dass es für sie ein Ehrenverlust ist, weil sie ja vorher... Es war halt ein kleines bisschen Ehrenverlust, aber es ist halt nicht... Genau. Es ist halt nicht... Es ist halt weise. Das gleicht das halt aus. Aber eher Ruhm und nicht Ehre, weil ehrenhaft... Tatsächlich gibt es fürs Alpha-Sein Ehre, also bekommt man Ehre, wenn man zum Alpha wird, und dementsprechend würde ich auch, wenn man zurücktritt, dafür Ehre abziehen. Ja. Weil Ruhm ist ja immer was über mich erzählt wird. Ja. Nee, also es wird ja beides über dich erzählt. Ja, gut. Aber Ruhm ist mehr Kampfleistung und Glorie, während Ehre mehr auch um dieses soziale Umgangsding geht. Es ist ehrenhaft, wenn man Rudelanführer ist, weil man damit eine ehrenhafte Aufgabe erfüllt, weil man eine bedeutende Person ist. Und davon zurückzutreten, ist halt auch eher, dass du diese Ehre halt nicht erfüllst, die dahinter steht. Ja. Während Ruhm mehr ein, du kriegst Ruhm, weil du eine grandiose Kampfleistung geleistet hast. Deswegen habt ihr für das Zurückholen der Mukulé auch so viel Ehre bekommen, weil das halt auf einer sozialen Ebene ein gewaltiger Gewinn ist. Weil das den Werwölfen als Ganzes, ihr habt den Respekt, zumindest ein Ansatz von Respekt der Mukulé gegenüber den Werwölfen zurückholen. Und das ist halt etwas, was halt auf Ehre geht. Genau. Und hätte ich mit einer Einmalleistung dem komischen Wiesenkrokodil den Kopf abgeschlagen, dann wäre das Ruhm gewesen. Ja, und zwar ganz schön viel, ja. Aber passiert nicht. Und dann ist es doch recht rein. Ich glaube, so viel temporären kannst du ja gar nicht sammeln. Nee, aber das ist temporär, ist es halt gerade. Du kriegst für eine temporäre Leistung, die du erbracht hast, eine Einmalleistung quasi, bekommst du Ruhm, und für einen dauerhaften Status oder eine dauerhafte Fähigkeit von dir, sowas wie der ist, ich bin immer Alpha oder ich bin immer ein bedachtes Mitglied eines Rudels, kriegst du halt Ehre. Das ist nee, halt, das, oder? Das geht da nicht um den Zeitpunkt, sondern es geht halt um das Feld. Ruhm ist vor allen Dingen in Kampfleistung. Glorie, wenn du als Schrecker vorangehst. Du kriegst auch Ruhm dafür, wenn du regelmäßig als Kämpfer bekannt bist. Ehre geht halt mehr um Sozialdinge. Also effektiv teilt es sich halt in drei Teile. Was ist mit Kampf, Taktik, Sozial, Weisheit. Zählt da Taktik auch mit rein? Das liegt dran, wie es ausgeführt wird und was sich daraus ergibt. Also vom Prinzip her, Äquivalenz zu den Attributsgruppen. Ja, so ein bisschen. Rudimentär. Tatsächlich, ja. Also zum Beispiel würdest du, wenn du Taktik sinnvoll einwendest, würdest du, weil keiner von euch verletzt wurde, Ruhm bekommen, weil es dann ein Kampfding ist. Mhm. Wenn du Taktik einsetzt, um den Zwist zwischen zwei Fraktionen eurer Armee zu reduzieren, damit die effektiver kämpfen, würde ich mit Ehre belohnen. Mhm. Okay. Das ist mit euch nicht gefragt, wie es mit dieser Stelle. Wieso? Ich hab schon ganz. IT. Zwischen all den ganzen Ritualen, die da sind, wird auch ein Ritual gemacht, in dem es darum geht, quasi ein Trance-Ritual, das helfen soll dabei, eigentlich herauszufinden, was sie jetzt tut. Weil ihr steht da halt jetzt, ihr habt ziemlich deutlich von Yuri die Aufgabe bekommen, oder er erdacht für euch die Aufgabe, dass es elementar wichtig ist, dass ihr alle Ferrer oder möglichst viele von denen ins Boot holt. Das ist überhaupt kein Problem. Dann Plan. Ja, aber wie dieser Plan aussieht, musst du ja noch herausfinden. Nein. Was hast du vor? Alle anderen Schädlinge. Sollen wir bitten, die Korax zu uns zu bringen, damit die Korax uns zu ihrer Sekte führt? Das sind nicht alle. Wir haben nein, aber das ist ein Anfang. Wir kommen von das ist ein Anfang, nicht aus. Aber nein, das kann man ja weiter mit ausbauen. Was ich erstmal für viel wichtiger halte, ist... dass wir uns vielleicht mit Song of the Wind erstmal noch mal kurz hinsetzen und herausfinden, ob wir ein neues Totem für unser Rudel haben. Auch das ist etwas, was aus so einem Trance-Ritus erwachsen kann. Achso, dass man das dort sieht. Also wie gesagt, das ist halt quasi ein Weissagungsritus, den er machen möchte. Okay. Und tatsächlich ist das auch so ein Gruppending. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Eisauge die elementare Rolle dieses Ritus übernimmt, weil der kennt sich halt aus mit Riten. Der wird geopfert. Ich bin nicht so an, der Alpha hat das gesagt. Nein, das ist mein Alpha, ist in Entscheidung, ist jetzt so. Ja, einfach aber nicht. Alles für den Dackel, alles für den Glück. Ich weiß noch nicht, denke ich mir, ob ich mich diesem Rudel anschließen will.
Tatsächlich, das ist ein guter Punkt. Man hat auch darüber geredet, dass es scheint, dass du scheinbar als glorreicher Krieger, der, als du ja ein Stück weit schon bekannt bist, nein, du trägst eine Glaive, das ist kein Unfall sein, nicht sicherlich von Coyote nicht ohne Grund damit hinzugebrüllt wurdest. Der große Coyote wird sich dabei was gedacht haben. Es ist also wahrscheinlich wichtig, dass du da mitmachst. Sonst wärst du ja nicht hier. Und wie gesagt, man wird halt deiner Heimatsekte Bescheid sagen, das ist jetzt nicht das Problem. Moon Moon ist bei uns, macht euch keine Sorgen. Moon Moon. Das wirst du nie wieder los, Moon Moon. Okay. Ja. Also der findet es in Ordnung, der kann auch kämpfen. Ja. Das geht. Guck ich mir dann an. Moon Moon Tätten. Ja. Ja, Eisauge wird dieses Ritual wahrscheinlich quasi der elementare Bestandteil sein. Ihr alle werdet aber mit hinzugezogen. Es gibt. Das Schöne ist, Song und Winter, das sehr interessante Kräuter, die solche Rituale sehr effektiv machen. Und das wird halt. Er hat halt eine große Pfeife, in der ihr das alle rauchen werdet. Siehst du? Genau das, was ich dir gesagt habe. Fängt das mit K an und hört mit Anabis auf? Ich glaube, da gibt es eindeutig mehr drin als nur Gras. Du willst doch wahrscheinlich nicht wissen, was du da gerade rauchst. Crystal Meth. Pilzetra. Sabine ist super, kannst du auch rauchen. Aber das Eisauge darf man auf Riten würfeln. Auf Riten Geistesschärfe. Geht schon? Ja, mach das mal. Damit ich schon mal so grob Bild dafür habe, wie du da reinkommst. Ich würde einen Windpunkt aufgeben. Check, klar. Ich stelle mir so vor, wie im Branders Kopf ein kleiner Zug mit einem lachenden Kojoten drauf ja. Das kann sind Chips gehen? Gegen wie viel Nils? Gegen 6. Dann sind das 6 von. Also ich gebe keine Chips. Nee. Nice. Ihr sitzt da also alle ums Feuer drumherum, hinter euch haben mehrere Würfel Trommeln rausgeholt und eine Flöte, es wird halt so, also ein bisschen rhythmische Musik gemacht. Gifter Trommelkreis. Einer tanzt ums Feuer und ihr reicht diese Flöte, die Pfeife rum. Ich finde das interessant, wie das hier im Süden läuft. Und bei euch im Norden gab es das garantiert auch schon. Ja. Da wahrscheinlich sogar noch eher. Ja. Ja, Mann. Richtig, ihr habt das Zeug in Eiswürfel getan und gelutscht. Aber. Wir kommen ja bestimmt noch zum Smalltalk. Ja klar, ihr habt zwischen die Smalltalk-Phasen. Hattest du keine Rudel? Natürlich. Alle tot. Nee. Jetzt hier. Tatsächlich finde ich es eine durchaus coole Idee, wenn deine Rudel quasi, dass, als du das letztes Mal einen großen Kampf warst und wo du dir Geld zugesprochen hast, dass du halt der Einzige warst, der aus einer epischen Schlacht heile zurückgekommen ist. Von deinem Rudel. Und dafür hat man als Anerkennung dir die Waffe gegeben hat. Und du dann danach rumgereist bist zu den Herkunftssätten deiner Rudelkameraden, um halt Bescheid zu sagen und von deren Tod zu berichten. Und als du dann auf dem Rückweg warst und quasi kurz vor, ich gehe jetzt wieder zu Hause und suche mir was Neues zu tun, traf dich halt so ein Zug. Klatsch. Auch mal Züge. Also ich fände das halt cool, wenn dir die Idee gefällt, könntest du das halt nehmen. Netter Hintergrund, ja. Also nicht nett, aber würde ich sagen, eine gute nicht Geschichte. Nett, aber, also ich habe ja gerade schon überlegt, wie das ist, weil eigentlich hätte ich ja einen Rudel zu Hause. Richtig, das aber ist okay, halt der Grund, warum es halt nicht da ist und du jetzt auch nicht zwangsweise sofort wieder zurückziehen musst. Ja. Die andere Möglichkeit wäre, du bist dann ausgestoßener, weil du so scheiße warst. Das wäre. Nee, ich finde das mit der hohen Schlacht und so, oder? Entschuldigung, was war die Frage? T? Das ist eine schwierige Frage, über die ich jetzt gerade nicht reden will. Die sind tot. Das weißt du nicht. Pech aber. Ach so. Das ist unhöflich, einfach Leute danach zu fragen. Das macht man. Wie war das mit Zornwürfeln? Ja, das ist der Moment, wenn du jetzt fliegst. Ja, das ist der Moment, wenn du jetzt Zornwürfelst. Du hast das vollkommen richtig verstanden. So, was muss ich jetzt haben? Sechs und höher? Wenig! Nein, du brauchst keine Sechs und höher. Drei. Oh nein, er langt dir einen. Naja, du knurrst die wahrscheinlich halt an. Kurze Frage, ich habe einen temporär im Moment verbraucht. Würfel ich dann einen weniger? Ja. Ja. Okay. Entschuldigung. Du würfelst immer die aktuellen, die du hast. Ah. Check. Vier. Drei. Okay. Also, du wirst sie wahrscheinlich anknurren und sein. War nicht drei immer schon quasi bei. Ich mach das sehr situationsbedingt. Ich knurre ihn nicht, ich greife auch kurz an meinen Handrücken, an meinen linken.
und knacke so ein bisschen mit den Knöcheln und... Siehst du? Nein, da musst du jetzt nicht nochmal würfeln. Dafür muss ich nicht würfeln, um mir jetzt eine zu langen. Wenn du eine lang willst, dann... Kannst du das gerne probieren. Ja. Meine Standardaussage ist, ich lange meine. Dann würfelst du auf Geschick und Handgemenge also und auf Geschick und Ausweichen und den wegzuducken, wenn du es möchtest. Also für den, was hast du gesagt, siehst du oder so? So, was war das? Kampfgeschick und Handgemenge? Ja. Geschick und Handgemenge. Geschick und Handgemenge. Kampfgeschick. Falsches System, ja. Kommt bei Aruns aufs Gleiche hinaus. Ja. Handgemenge. Linke Seite. Ja. Handgemenge. Ja, wir haben noch mehr davon, bitte. Wir haben hier noch viel mehr zu tun. Ja, das sind nur zwei davon. Ich kann auch diese Käse empfehlen, der Effekt. Ich sag ja, wir haben viel zu viel Essen. Nehmt euch, wenn ihr wollt. Keiner Bock. Du machst also so einen Käse, ich hau nicht direkt in die Fresse, sondern mehr nicht gegen die Brust. Ich will einfach nur halt die Fresse sagen. Ich will dir nicht direkt voll aufs Maul hauen. Ich hätte ja auch gar nicht mehr gesagt. Danke, vorbei. Ist meine einzige Reaktion darauf. Wo waren wir stehen geblieben? Wie man zog aus der Pfeife. Ich nehme mit der Pfeife dran. Ich nehme diese Pfeife und reiche sie weiter. Das würde dich wahrscheinlich sofort Ehre kosten. Okay, ja, nicht teilzunehmen ist voll uncool. Ich schieb deine Hand wieder zurück. Ja. Ich möchte an dieser Stelle übrigens ein großes Kreuz im Kalender haben und zum ersten Mal eine Zornsituation mit Rasereiwürfen nicht komplett eskaliert. Das ist was ganz Besonderes. Wir? Oder du? Wir als Gruppe. Ja, bin ja auch weiter. Normalerweise passiert es in dem Moment, dass Brander und Ian sich schlagen. Mhm. Naja, aber immer wenn die Zornsituation mit dem Ragavash geendet sind, hat der sich halt eine gefangen. Ja, und sonst ist ja immerhin. Hier, da, mehr Wurst. Ihr zieht also alle mit diesem Pfeifchen. Eigentlich wollten wir jetzt deine Pfeife, damit wir alles schon... Ich könnte das aber... Mach doch mal Stimmung. Mach mal die Dampf an, damit wir ein bisschen Ambiente haben. Schön. Ich habe mir für den Splitterbuch... Das ist ja wenig. Und da riecht es? Oh, süß. Das reicht. Ja, nee, aber in Göttingen... Süß, riech mal. Süß. Ist das oh, wieder Waldmeister? Nein, das ist... Multivitamin? Das ist ein Fruchtmischmasch, ja. Multivitamin, sag ich da. Nee, aber ey, in Göttingen, auch bei dieser Telekom-Fortbildung, da war einer, der hatte diese... Also das ist für manche Leute ja schon so ein, boah, Alter, kommt da viel Rauch raus. Aber du hast einfach, der hat sich da hingestellt, wir standen auf einer Treppe, die so breit war, so 2 Meter. Wir standen vor dem höher als der, so auf der Höhe und er stand vor uns, der dann diesen Ding gezogen, hat ausgeatmet und hat einfach unsere komplette Sicht nach vorne und nach unten, kommt alles war weg. Der stand in einer Nebelwand, komplett draußen wohlgemerkt, bei Wind. Und du hast gedacht, da fuck ist denn mit diesem Dampfteil... Nicht richtig. Das ist ein moderner Ninja, da hat sich nur... OT-Blase plopp. Ja. Aber schöne Geschichte. Ja. Ja. Die Bildschirmnotizen ist wieder ausgegangen. Was soll denn das? Er ist nicht tot. Richtig. Eisauge lehnt sich zurück und schwenkt geistig auf den Bogen des Dampfes. Macht seine Augen zeitweise so ein bisschen zu, in so einem Dämmerzustand, und dann machst du deine Augen wieder auf. Und dann nimmst du irgendwann zumindest unter dir wahr, dass du halt nicht mehr am Feuer sitzt, sondern auf Glakium drauf sitzt, oben auf den Schultern. Dein Eisgeist. Ah. Und irgendwie, du, ihr seid halt am Fliegen. Ihr seid hoch im Himmel, bewegt euch über die Erde hinweg, und du siehst unter dir, da passiert viel. Das scheint irgendwie ein riesiges Getümmel zu sein. Werwölfe, die irgendwelche Fumori schlagen. Schwarze Tänzer, die sich irgendwie an andere Werwölfe anschauen. Es ist halt richtig viel los. Immer wenn du, also, du bist halt irgendwie weit oben, aber immer wenn du irgendwo hinguckst, das ist so ein bisschen, als zoomt dein Blick so da rein und du siehst halt diese Szenen, siehst, wie da gekämpft wird. Und zwar nicht einfach nur gekämpft, sondern ums Überleben gekämpft, wie jeder alles gibt.
selbst junge Werwölfe, die irgendwie gerade erst ihre erste Wandlung hatten, springen im vollen Zorn auf irgendein großes Viech drauf und die haben Krallen da rein, einfach nur irgendwas zu tun. Du fängst wahrscheinlich mit der Zeit an, dich so ein bisschen umzugucken. Es gibt so ein paar Szenen, die dir zumindest hinter in Erinnerung bleiben, wenn du wieder aufwachst. In einer Szene siehst du, wie sich im, irgendwie da ist so ein großer Dschungel, ein Dschungeldach. Daraus bricht ein riesiger Drache mit grün-roten Schuppen. Und um den herum sind mehrere kleinere, die sich irgendwie an ihn ranspringen und versuchen, ihn zu beißen. Und dahinter wiederum sind mehrere Mukule, die sich halt langsam in diese kleinen Drachen anpirschen, mit wie Blasrohren und Speeren in der Hand, sich scheinbar irgendwie auf einen Kampf vorbereiten. In einer anderen Szene siehst du, wie immer wieder Raben und große Raben hin und her fliegen und scheinbar von Punkt zu Punkt mit Leuten reden, scheinbar Nachrichten weiterreichen. Du hast da diese Sprunghaftigkeit, die da drin ist, in Erinnerung. In einer weiteren Szene siehst du, wie ein Zug durch die Gegend fährt. Ein riesiger Zug mit einer Dampflokomotive vorne dran, wo ein Kojote drauf sitzt. Und die Waggons hinten sind voller Werwölfe, die schon von Begeisterung runtergucken und sich darauf freuen, dass sie da scheinbar gleich ankommen, um endlich im Kampf mitzumischen, endlich loszuprügeln. Dann wiederum hast du Bilder von einer weiten Steppe, riesige Sandlandschaften, wo große Tiger über die Steppe jagen und scheinbar einzelne Tänzer der schwarzen Spirale verfolgen und Krallen in deren Seiten rammen. Und je weiter nach Norden du kommst, umso eisiger und kälter wird es um dich herum. Und irgendwann, sehr zufällig, guckst du halt runter zu Glakir und du siehst, der guckt dich halt an mit so einem Ausdruck von emotionslose Überraschung. Nicht, dass ihn etwas verwundert war, aber dass er halt irgendwie ein bisschen Überraschung hat. Und er guckt, ich werde weniger. Und du siehst, wie halt je weiter er kommt, so langsam bröckelt halt unten Teile aus ihm raus. Die halt einfach wegrieseln. Dann würde ich meine Hand auf ihn legen und ich hatte ja bei dem Einbruch nachher gepatzt, ne? Kann ich das von dem, was ich weiß, damit in irgendeiner Verbindung bringen? Wenn du es kannst, kannst du es? Dann kann ich das nicht. Was weiß ich über Geister und wenn die kleiner werden? Du weißt halt, dass Geister. Die haben halt eine Kraft und die wird halt teilweise aber auch weniger. Es gibt für Geister auch die Möglichkeit, sich ins Umfeld zurückzuziehen und sich zu regenerieren. Also es ist selten, dass man einen Geist tatsächlich komplett vernichtet bekommt, wenn die Kraft weniger wird. Also quasi ein Abnehmen von Kraft durch etwas ist halt vollkommen okay. Das passiert. Ich bin Spieler, ich kann erstmal bestechen. Ja. Aber wenn ich zurückgehe, dann kommst du ja mit zurück. Du sitzt ja auf mir drauf. Du musst dafür sorgen, dass du dich erholst. Und ich möchte nicht, dass du. Ich finde einen Weg zurück, aber ich werde nicht zulassen, wie du weniger wirst. Nur weil ich dich brauche. Das klingt so, als hättest du Sorge. Aber wieso? Du bist doch hier. Da muss ich mir doch keine Sorge machen. Aber ich kann dich auch nicht zurücklassen. Du kannst hier doch nicht alleine bleiben. Das funktioniert nicht. Du kannst doch nicht fliegen. Ja, aber wir müssen nicht fliegen. Und ich hab meine Flügel. Ich fliege nicht. Aber wenn ich dich jetzt,
Das geht da unten tief runter. Da fällst du doch hin. Ich kann da nicht runter. Aber ich kann dich zurückbringen. Warum kannst du da nicht runter? Das ist weit weg. Wir sind nicht hier oben. Ein einziges Ort, wie im Grunde ein paar Sachen verstehen würde. Also bist du fertig und wir können zurück. Du musst mich zurückbringen. Es ist, tut mir leid. Bring mich zurück. Und dann ruh dich aus. Du musst mich sofort zurückbringen. Okay. Dieser große Eisgeist dreht sich mit dir drauf halt um und fängt an, langsam wieder zu, nach Süden zu wandern. Du siehst, also ihr wart halt recht weit quasi nach Norden hochgekommen. Du siehst, als du über deine Schulter rüberblickst, das Letzte, was du hinter in Erinnerung hast, ist ein Bild von, wie du weit hoch im hohen Norden zwischen Waldstücken aus Tannen, die alle schneebedeckt sind, und in der Gebirgslandschaft siehst du, wie eine große Bärin über einem, scheinbar über jemandem drüber sitzt und den verarztet oder sich um den kümmert und dabei zum Himmel jault oder mehr grölt mit so einem traurigen, klagenden Ausdruck. Steht sie da vor einem jungen Mann, der irgendwie ziemlich drahtig ist, bleich aussieht, hell rötliches Haar hat und er ihn in den Armen liegt, wenn sie halt irgendwie scheinbar versucht, irgendwas dabei zu erreichen. Und das ist das Letzte, was du in Erinnerung hältst, während der Geist dich halt langsam wieder Richtung Süden trägt und quasi weiter aufsteigt Richtung Himmel, bis du halt langsam wieder um dich herum siehst, wie die anderen Werwölfe um dich herum sitzen. Ja, während der Rückreise möchte Alf also nochmal sich wirklich anfangen, weil sie sieht, dass ich so viel nur versuchen einzubringen. Das, was du beschrieben hättest, du dich an mehr hättest erinnern wollen, dürftest du noch nicht zurückreisen. Also, ich meine, während der Rückreise sehe ich das Ganze nicht noch quasi... Du siehst durchaus einfach schlichtweg die gleichen Szenen. Ja, die möchte ich mir merken. Ja, also die ich dir beschrieben habe, die kennst du. Ja. Ihr anderen habt, während ihr da sitzt, und ihr seid halt auch in so einem Zustand von habt das Gefühl davon, dass es halt sich langsam auf ein Ziel zubewegt, gleichzeitig aber auch immer noch irgendwie was fehlt. Und ihr fühlt euch ein bisschen, als wenn ihr in so einem Trichterrand, in so einem riesigen Trichter, langsam zur Mitte, zu dem Ziel runterrutschen, habt dann irgendwie ein Stück der Distanz geschafft, irgendwie vielleicht die Hälfte oder was, aber dann zieht es euch auch langsam wieder nach oben raus. Spalter. Wenn ich gewacht werde, wenn wir alle relativ gleichzeitig waren. Ja. Dann steht ein Auge sofort auf und guckt relativ entgeistert, nachdenklich das Feuer und macht einen halben Schritt zurück und wirkt ein bisschen überfordert und wirklich hier. Jetzt, wo du wieder hier bist, spürst du halt weiterhin die Verbindung zu dem Geist. Mhm. Du hast auch das Gefühl, dass die Verbindung selbst stärker ist als vorher, dass er quasi, dass du dich ihm näher fühlst und er sich wahrscheinlich dir auch, aber gleichzeitig spürst du halt auch, wie er halt einfach momentan schwach ist. Und wahrscheinlich irgendwo ist, wo er Ruhe findet. Dann, ich weiß nicht, ob er das spürt, aber ein Auge empfindet ihn momentan wirklich Dankbarkeit und Mitgefühl im Sinne von, er möchte halt wirklich, dass es ihm gut geht, weil er dann wirklich jetzt guten Freund betreibt. Ja, er sieht ja. Er spürt das halt auch und deswegen wird dieses Band zu ihm halt stärker, weil er halt die Freundschaft auch als Freundschaft auf der Ebene wahrnimmt. Ich hab es gesehen. Letzte Schlacht. Ich habe auch Zeit gereisen. Es war keine Zeitreise. Was war? Ich glaube nicht, dass es Zeitreise gibt. Du hast also wieder eine Vision von der Zukunft gehabt. Ja. Ich habe die letzte Schlacht gesehen. Ja, als die wir ja gerade zusteuern in der Zukunft. Also und? Wie ist es gelaufen? Große Eidechse? Aus Bäumen raus? Oder was anderes? Eine Drache. Große Eidechse oder ein Drache, so wie der im Berg. Im Berg. Ein
grün. Der war grün-rot, ne? Ja. Dann gehen wir noch der Drache. Und viele kleine, die Mokulierer, um die sie gekämpft. Und wir? Wir haben gegen. Also die anderen? Die Werwölfe. Ja, deine Rudel hast du nicht gesehen. Nein, aber die Werwölfe. Garou haben gegen. Dieser dreckige Abschaum. Immer. Ja. Und in irgendwo im Süden, wo es warm war und nur gelber Sand, da waren Löwen. Das waren Tiger. Waren Tiger, die auch gekämpft haben. Tiger gekämpft. Oh. Da habe ich Tiger gesagt, okay. Was denn? Was wenn ich Tiger gesagt habe, habe ich Tiger gesagt. Das ist in Ordnung. Was denn? Okay. Raubkatzen. Was denn? Wenn ich Tiger gesagt habe, hat der Tiger gesehen. Dann würde ich das auf den falschen Level raufkatzen. Nee, ich habe an Löwen gedacht, weil ich jetzt aus drei Afrika gedacht habe. Und dann Afrika, Tiger. Auch da. Ja, aber die sind mehr. Ja, ja, da. Okay. Er hat auch Tiger gesagt. Und ich habe Raben gesehen. Viele Raben. Nacht, wie wir auch sagen. Überall wurde gekämpft. Nur, ich bin dann nach Norden geflogen. Und hab so eine Frau gesehen. Die Frau hat sich um den Bären gekümmert, ne? Nein, die Bärin hat sich um einen jungen Mann gekümmert. Okay, so. Eine Bärin und ein junger Mann. Der war artig. Die hat sich um ihn gekümmert. Aber dann musste ich zurückkehren. Warum? Weil ich zurückkehren musste, um einen Freund zu schützen. Hm. Was? Wen? Passiert? Er wurde schwächer und wusste nicht. Einer von uns? Nein. Ah, der Freund. Ah. Guck mal, ich beide abwechselnd irritiert an. Ist das Gebären und Tiger von uns? Ja. Das sind Bassisch und Gural. Okay. War mit dem Gural nicht irgendwas, was ich jetzt nur. Nein. Ja, da war was. Die sind halt auch durchaus verärgert von den Werwölfen, weil die so viel umgebracht haben. Ja, ich glaube, halt eigentlich alle Werwesen etwas gegen die Werwölfe, weil die Werwölfe Kackkatten sind. Ja. Also deswegen Gural, müsst ihr das ja auch wieder gerade fixen. Genau. Also die Gural haben sich eigentlich aus den Kämpfereien immer rausgehalten, sind dann aber. Die sind halt die Heiler. Ja, ne? Ich glaube. Ja, ich glaube, wir müssen diese Moral finden. Also, ich glaube, wir müssen alle finden. Das ist ja unsere Aufgabe. Hat jemand gerade gesagt? Also, so wie das für mich klingt, heißt das, hast du von dem Zug erzählt? Okay. Noch nicht. Okay, also das heißt, wir müssen die Korax finden, damit die das Nachrichtensystem für uns aufbauen. Wir müssen... Ich hatte sich sagen, das hätten die auch gekämpft. Nein. Korax haben nur Nachrichten gebracht. Achso. Also doch gesagt. Korax sind ja Raben oder ja. Gestaltwandler oder? Raben-Gestaltwandler. Also Wehrraben, ja. Also okay. Wer gleich Gestaltwandler hier. Hab ich dir doch erzählt, ich hab so einen Raben schon mal gesehen. Das war kurz vor dem Boot. Ja. Du hast so einen Raben gesehen? Wir haben so einen Raben gesehen. Ich habe den Raben gesehen, sonst niemand. Das ist nicht richtig. Der Rabe hat mir die Nachricht gebracht. Ich dachte mir, ich auf jeden Fall daneben. Nee, ich war außerhalb des Lagers und da hat der Rabe mir die Nachricht gebracht. Und wir haben uns aufgeteilt gehabt, wir haben uns aufgeteilt gehabt. Die beiden waren in einer Gruppe und wir beide waren in einer Gruppe. Und da kam der Rabe. Doch. Ich hatte mit der Korax geredet. Du hast mit der Korax geredet? Nee. Das war nachdem du deinen Freund beschworen hast, waren die beiden ja noch unterwegs. Das war davor. Das war davor? Das war davor. Aber ich meine, außer mir hat das Raben, hat die Raben... Ich hab der Korax Mindesthandlung gesagt. Ich hab kurz mit der gesprochen. Aber ist sie nicht nur gelandet, hat mir das Ding in die Hand gedrückt und ist dann sofort wieder abgeflogen? Ja, aber wir waren ja beide so... Also ich glaube, ihr hattet ihr eine ziemlich... Ich weiß nicht, wie viele andere waren, aber ich weiß, ihr hättet ihr so ein paar dämliche Fragen gestellt. Ja. Ja. So viele von da waren auch länger da. Ich würde sagen... Nein, die war nicht länger da. Die war für 5 Minuten da und dann hat die wieder abgehauen. Ja, aber 5 Minuten reicht für ein Gespräch. Ja, aber hier war nicht dabei. Eine längere Szene da. Aber du warst nicht dabei, garantiert nicht. Also ich weiß nicht mehr, wie wir darauf kamen. Ich habe mich an die auch nicht erinnert, aber als wir über die ganzen Werwesen geredet haben, da waren ja nur wir... Also da hast du gesagt, ich habe die Korax gesehen. Es kann sein, dass es einfach deswegen unterging, weil es nicht mehr in Erinnerung war. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ich bin ja da schon in auf jeden Fall gewesen. Die Korax. Ja, gesehen. Da war die Korax. Die Korax haben... Was für ein Schiff? Kreuzfahrtschiff. Das war das Kreuzfahrtschiff.
Nach dem Zeitpunkt, dass die Korax da war, war ja nicht auf dem Kreuz. Nee, aber als sie über die Regeln kam. Wir darüber geredet haben. Ach so. Die Korax haben wir. Und dieser Zug und der Kriose haben transportiert. Darf ich mal Truppen? Okay. Dann haben wir ja eine klare Aufteilung. Die Gurale als Heiler, die Korax fürs Nachrichtennetzwerk. Nein. China, wie heißen die Kojoten? Novisha. Die sah das mit der Gurale so aus, als wenn die da eine Person heilt oder als wenn das Teil eines Gefängnisses war. Also nur von dieser einer Frau mit diesem Typen gesprochen. Du hast eine Frau mit diesem Typen gesehen. Du weißt halt auch, und dass das eine Vision ist. Mhm. Ja, und es war am Pool der Welt, wo sonst niemand war. Es war hoch im Norden. Ja. Da war durchaus, also in diesen Wäldern da drumherum war was, aber das war scheinbar alles irgendwie durchaus ein Stück von ihr weg. Also sie war nicht selbst irgendwie damit im Kampf verwickelt oder sowas, aber das war halt da. Wie hießen die Werbären? Gurale. Die haben sich halt in den Norden in die Wälder zurückgezogen, die letzten. Das weiß man ja. Aus den Geschichten. Das müsstet ihr auch wissen. Ja, aber er weiß es ja Ote ja nicht, dass das ein Abfall hier. Aber ja, ihr werdet davon gehört haben, dass die Gurale hoch im Norden leben sollen und die wenigsten werden schon mal jemand mit denen zu tun haben. Genau. Kurze Frage, hoch im Norden auf welchem Kontinent? Amerika. Okay. So bei dir um die Ecke. Wollte ich gerade sagen. Weiter im Norden. Ja, aber dann könnte ich eher davon gehört haben. Du wirst davon gehört haben. Weil näher dran als hier in der Steppe. Ja. Du wirst garantiert davon gehört haben, aber auch noch keine getroffen oder sowas. Für mich sind wir gerade in unserem Indianerdings, also sind wir irgendwo in der Steppe. Ihr seid in Maine. Sumpf. Im Sumpfland. Ist Sumpf, ziemlich Mann. Norden von Nordamerika. Ja, okay. Das ist tatsächlich ziemlich nah an Kanada dran. Das ist einer der nördlichsten Staaten, da müssen wir. Und es ist halt Sumpfland. Also, okay, Sumpfland ist okay, aber wo in den Staaten ich gerade bin? Oben rechts. Weiß ich IT vor allem gar nicht, weil ich bin irgendwo aus Mura rausgestolpert. Okay. Und. Du, wir sind nicht in der Steppe. Okay. Wir sind hier fast in Kanada. Wir sind in einem Wald auf jeden Fall. Wir sind in einem Sumpfgebiet und die Septe liegt halt auf so einem kleinen Lichtungsding. Wo auf aufgeblockten Stiegen und so. Und im Wald. Und drumherum überall Bäume und Sachen. Danke, für mich war das voll das Indianerlager irgendwo so. Nein. Stell dir einfach eine schlammige Straße vor, die da hinführt. Da steht ein Bulli, da steht ein paar Pickups rum, mit denen wir halt in die nächstgelegene Stadt fahren können. Ist ein Naturschutzgebiet. Das Senkace Meadows Native Wildlife Refuge. Genau. Was er sagt. So heißt das Ding. Da gibt's Touris in der Nähe, aber die sind halt ein paar Kilometer weiter in die Richtung. Die gucken sich dann mal ein bisschen den Sumpf an. Und mitten im Sumpf, auf so Plattformen, wo halt ein paar Häuschen draufstehen und so weiter und so fort, liegt halt die Septe. Ah. Gern geschehen. Danke. Die Septe heißt die Septe der stetigen Wachsamkeit. Genau. Du bist die Chronistin, ja. Ne? Okay. Ich glaube... Die, hast du nicht gesagt? Der Kyoto will nicht helfen, wenn wir ihn brauchen. Wenn man das so nennen darf, wir dürfen, und wenn wir ihn brauchen, wüssten wir, wie wir ihn kontaktieren. Also ich nehme an, dass wir... Ja, alle habt halt gehört, wie der Junge, der da rumgestellt hat, sagte, wenn Kyoto euch braucht oder ihr ihn, wisst ihr ja, wie ihr ihn kontaktieren könnt. Wissen wir aber nicht. Aber vielleicht weiß der Junge das nicht. Haben wir vielleicht das Telefonnummer bekommen? Nein, nicht Telefonnummer. Handynummer. Was? Ich hab doch kein Handy. Pager-Nummer. Pager. Wie hießen die Kojoten nochmal? Novisha. Novisha. Mit U oder O? Novisha mit U. Und welches Jahr haben wir nochmal? N-U-W-I-S-H-A. Oh, was? N-U-W-I? 2004 oder 2004. Novi. Novisha. Okay, so habe ich gar nicht. Novisha. Du hast das sogar. Ja, wie abgefahren. Tatsächlich, Novisha ist doch das am leichtesten zu bekommende Buch. Das kostet tatsächlich ist das von Werwolf als Quellen? Die haben für jede andere Wehrart haben die ein Quellenbuch. Ich habe auch das Mokoleda. Das ist aber absolut rotze geschrieben. Das ist doppelt so dick und total schlecht verfasst. Aber das Redken hast du nicht, ne? Nein, leider nicht. Ich habe nur diese beiden. Die Dinger sind halt selten und teuer. Ja, ich weiß. Ich habe das Redkin Grundregelwerk ja auch nur als PDF, weil du einfach an das Ding an sich nicht drankommst.
Richtig, es wird ab und zu noch Bastet auf eBay gehandelt. Da bezahlst du für die deutsche Version locker 80 Euro. Und die Wehrfüchse sind auch dabei. Ja, die Zunge. Genau. Weil halt gerade Mokulea total krütze ist, weil die halt ganz viele Mokulea-Eigennamen haben. Und du erklärst den Eigennamen mit einem anderen Eigennamen. So, und dann guckst du danach und dann erklärt sich das wieder rückwirkend. Die erklären Dinge im Kreis mit 5 Eigennamen für Zeug, ohne zu erklären, was ist eigentlich. Das ist so ein zum Pyramidenleben. Das ist halt wirklich schlecht gemacht. Leider. Nur ein paar Sachen funktionieren, aber ein paar Sachen sind echt nur 20 Einträge später verstehst du den ersten, den du eigentlich nachschlagen wolltest. The Dragon Princes of the East, Mighty Spirits who give their shapes to the Makara and Songlong. Aha. Ja. Total logisch. Inkas and shit. Inkas and shit. Ja, das ist so ziemlich. Songlong ist aber erst klar, lange viel. Ja. Ja. Von dir will ich das gehört, aber von Eike nicht. Also lachst du nie, wenn ich sowas sage. Ich hasse dich. Wenn du sowas viel zu häufiger machst, wenn das so trocken aus der Ecke von Eike kommt, das ist viel besser. Siehst du, wie eine Hand sich an den Blick? Ansatzweise amüsant, aber nicht. Auch nur an. Nein, das gefällt mir nicht. Okay, wir machen eine Pause.